Distidekus. Ja, ist schon okay, ich hab mich damit schon längst abgefunden. Aufpassen, ne, wenn die Schlammexplosion weg. Was ist das Bild? Wie weit Range hat das denn bitte? Hast du ein bisschen. Keine Ahnung, ob man es überhaupt outrangen kann, aber ich denke schon, weil es ziemlich wilden Damage macht. Und wenn man weiter wegrennt, bringt das was? Ja, das hält das eine Range. Doch. Nee. Eigentlich nicht. Nochmal Master Spell. Bumble hat keins abbekommen, oder? Ich hab auch keins abbekommen letztes Mal. Aber so weit kommen wir nicht weg, bis sie das durchhaben. Ich hab's gerade nicht geschafft, wir haben sogar ein paar Personal gezündet. Irgendwie mehr Value. Shit, ich hab das alle. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Meine CDs laufen. Mehr High Damage. Go, go. Eins auf Zeit. Die ganz kleinen machen, glaube ich, keinen Bolstern mehr. Wäre auch ein bisschen unter. Doch. Macht hoffentlich nicht ganz so viel Damage. Kann ich aus Instanz rausgehen hier jetzt, oder? Wenn man in Fight ist? Och. Ich hab mich schon mal fast nach draußen gepackt. Damn squeezy. Da hab ich halt keine CDs. Da müssen wir auf jeden Fall die saure Galle erstmal fisten, bevor wir irgendwas anderes anfassen. Brauche ich die einzeln, aber ich glaube nicht, dass es geht. It works. It worked. Nee. It worked not. You suck. Bist du die saure Galle und haut ab, wenn die euch verzehren. Ja, will. Hab ich Bumble. Ich kann dir gleich. Nom. Warum hat die saure Galle schon zwei Stacks? Weil die zwei Plebs, mit denen die, das ist so unfair. Die kämpfen ja am Anfang gegen so Plebs. Und die buffen die schon. Okay, na, das ist tatsächlich cool. Mindbomb einmal. Habe ich tot. Steht. Ist das die Galle? Zieht ruhig CDs für den Trash, ne? Ich zieh die ganze Zeit auf. Nur durch. Master Spell. Hier muss dein Damage. Was ist da los? Ich hab Angst um mein Leben, hallo? Ja, Tama ist voll. Ja, du stirbst halt. Ist ja nicht Wind. Scheißegal. Wir haben ja hier nur. Haben wir Heilig die, Scheiße. Haben wir die warte mal, bis die U. Warte doch, bis ich wieder oben bin. Entschuldigung. Also mein Leben. Und wenn ich Angst hab, dann mach ich Damage. Also. Ja, yeah. Du kämpfst dann wie der Löwe am Gefäß, wenn er mit dem Rücken zur Schlucht steht. So sieht's aus. Ja, genau. Ich versteh's nicht. Ich will leben. Dispellen. Die hat doch erst 7, 8, 9 Stacks. Was ist denn los mit dir? Kämpfe. Hat ein bisschen getrennt gerade. Das ist ein bisschen scheiße. Nice, oh, sorry, Freunde. Nächstes Mal ziehe ich die Enrage in Piste Mobs auf mich selbst zusammen, damit wir es besser wissen. Sintani macht hier voll Damage bei den Kackbox. Well, das muss nur genug sein, Sintani. Das muss nur genug sein, ja, warte. Achtung, nächste saure Galle incoming. Ich hoffe, das reicht. Ich habe zu noch was, aber nicht mehr viel, glaube ich. Kann man das denn? Okay, da braucht man wahrscheinlich dann ein bisschen tryharder Taktiken, glaube ich. Brauchst halt auch die DS, die ganze Scheiße einfach wegstern und umknacken. Das höchste, was bisher geschafft wurde, ist 13, oder was? Nee, es gibt schon welche, die machen 15. Echt? Mhm. Okay, hätte ich nicht gedacht. Aber dann kommt man doch auf den Dungeon an. Guck mal, ja, mega fettes Gear, oder? Oder halt Tryharden. Ja, gut, aber. Immer wenn wir statt mir einen Warrior hätten, könnten wir locker 12, 13 machen. Und statt mir halt einen Monk. Wollte ich gar nicht genau. Oh no. Statt mir eine Monk würde tatsächlich helfen. Ach, und die da oben haben jetzt random Akku. Das heißt, haben wir alle unsere CCs ab? Wie immer. Mein Bob ist ready. Jo. Dann fangen wir an mit deinem Totem, Carsten. Zusammenstellen einfach dann. Und, Welt steht. Und. Da. Und Dirk jetzt. Jupp, ist drauf. Disperse. Oh shit. Freilassen, rein auf. Geh, stopp. Tadio. Ja, ich hab's gesehen, keine Angst. Also, okay. Kommt gerade ein Geist am Eingang. Aber kommt ja, der nicht hier rein? Wir sind gewiped. Aber wollt ihr machen?
Ja, dann greif ihn an. Ich muss mir eigentlich nicht mal. Okay. Also erst kick. Jo. Ist gekickt. Ich mach den zweiten. Nächsten. Ich mach. Mann hat so lange einen Cooldown und so haben wir noch die Möglichkeit. Am dritten haben wir noch einen CD. Komm gleich ran. Ich komm jetzt ran, dann hab ich noch einen. Mein Totem? Jetzt. Stand nicht. Leider. Ab. Dann ist nochmal drauf. So, ab. Ist da irgendwas? Ich weiß sowas nicht. Ja, nur dreimal oder dreimal, glaube ich, dann läuft er aus, wenn die Leute ganz hinten vom Cast kommen. Kann ihn doch einfach LOSen. Ja, aber als Mini ist er ein bisschen schwierig. Ich glaube, wir haben ein paar Raten gefistet, das zählt, glaube ich, noch. Müssten jetzt, hört gut aus. Ist aber okay. Ja, ich mache das jetzt, ich habe jetzt CDs ready, sollte jetzt ein bisschen schneller gehen. Dass wir, also wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir die wirklich gleichmäßig runterfisten. Random Aggro mit Enrage ist not good. Stimmt. Und mal vorbeigehen, das kann auch so. Okay. Warte noch eine Sekunde. Oh shit! Oh. Eine einzelne Ratte gepult. Oh doch nicht. Ich hab zwei einzelne Ratten gepult. Eigentlich gut, oder? Nee, irgendwie. Ich stand da ja nur. Ich hab mir nichts gemacht. Nichts Aggro, das Übliche. Kann man das noch weiter treiben? Tatsächlich, guck mal. Würde auf Zeit vermutlich zu lange dauern, aber so ist eigentlich okay. Ich wollte jetzt alle CDs und Pisten, weil... Das sind aber weniger, ich glaube. Ja, dann fick doch! Kommen gleich die Supermobs. Mit ihren Super AIDS Laser, Britzel, 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 da ran weg. Ja, ich bin inzwischen gewohnt, passt schon. Die sind so geil, die Mobs. Dieser scheiß Laser. Oh shit. Vorsicht, ich hab den Spirit gepult, ne? Muss hier reinkommen in den Tunnel, dann können wir die aber essen. Warst du der Mikro gemutet oder redest du noch nicht? Fuck. Oh, der fuck. Spirit muss sterben, der Spirit muss sterben. Ja, ich glaube, wir müssen uns ablenken, das wird nichts. Ich lauf. Haben der Karte durch die Tür? Nö, der spawnt da. Ich bring den Plebshit mal zum Eingang oder soll ich sterben? Ich lass uns rippen. Das Problem ist, der Geist kriegt jetzt Stacks und den kriegen wir da nicht mehr down. Weil wir LOSen doch. Der kriegt Stacks, nicht wir. Lass euch bitte einfach stemmen. Ja, also sollen wir den. Und die bleiben auch drauf, wenn wir Outfight gehen? Ja, man kann nicht mehr Outfight. Ich meine, wenn wir die jetzt. Wenn warum musst du Bubble an, Mann? Ja, weil das mein Cheat-Data ist, da kann ich nichts machen. Die bleiben drauf. Selbst wenn wir danach wipen, bleiben die drauf? Wenn wir danach wipen, bleiben sie natürlich nicht drauf, aber. Ich hätte jetzt gedacht, wir killen die Gruppe und dann wipen wir an der Tussi und dann machen wir die halt ohne Stack. Was wir hätten machen können, da habe ich jetzt aber zu spät dran gedacht, wir hätten einfach die Mobs asi weit wegziehen können, aber... kriegt sie nämlich tatsächlich keinen Stack. Die runtergeflattert? Ja, da kommt sie. Ja, die machen wir jetzt hier in Ruhe. Tolle Ing. Yes. Oh weh, wir kriegen die alle so einen Schaden, ne? Warten wir auf den ersten Boss, da wird's lustig. Mhm. Kick zuerst. Oh. Ist gekickt. Mach den zweiten. Mach die 3. Kick. Dann mach ich die 4 und 2 jetzt. Jetzt kommt einer. Und noch einer. Den hab ich jetzt. Ab. Hab. Oh, doch nicht. Okay, das fühlt sich nicht aus. Dirk, achso, der kann ja nicht. Entschuldigung, mach ich den nächsten. Nicht so schnell kicken. Kick den wirklich erst ganz am Ende vom Cast. Das ist gut. Oh. Denn. Bei mir also, ging es sich genau nicht aus. Der Cast-Balken hat durchgekommen, als mein Kick wieder heute war. Bereit? Die sind, glaube ich, gar nicht so wild. Gerade.
Und Totem da rein. Steht. Kannst ruhig bei jeder Gruppe immer erstmal ein Totem da reinstellen. Okay. Ja, ich hab halt Angst, dass ich CD habe, wenn wir dann die nächste. Nee, guck mal, wie lange die Gruppen da stehen. Geht, du kannst ruhig dann auch. Spammen, nach eigenem Ermessen. Ich spamme Reno den Shit. Als wir das erste Mal hier drin waren mit dem Bolstering, habe ich asi viele Arkanwürmer da gepullt, zusammen mit so einem Geist. Den haben wir auch LOS und hatte der Geist 10 oder 12 Stacks. Das. Okay, sorry, ich hab's gerade verpennt. Ich mach's, das Bild ist okay. Dann hast du weniger zu tun und. Du hast wieder einen Geist zwischen. Was stimmt denn nicht? Mhm. War genau der, den wir da gepullt hatten. Sind aber Penis dran. Ihr kümmert euch um Totenkock. Okay. Also Kick technisch. Ist Kick. Phasenflasche, weiß nicht, ob die so relevant ist. Ja, die macht Saufenschaden. Ja, ist silenced. Also ein bisschen länger CC. Hier, das ist hier. Ja. Ist tatsächlich Damage, Phasenfresche. Okay. Macht sehr viel Schaden, ja. Halt so ein AOE-Cast. Aber weil man ja noch einen Kick für den, ne? Normalerweise hast du ja auch mehr Leute, die kicken könnten, wenn sie wollten. Weil ich auf den Schlitzer aufpassen. Super AIDS Laser. Wäre ja unfair, wenn diese Funken die Waffen würden. Ah. Der Schlitzer! Oh mein Gott, da ran weg. Lustigerweise können Bosse gebolstert werden. Das ist richtig geil, wenn du im Vault of the Wardens bist und irgendein Plepp von den Rängen die Hunde runterpult in den Bossfight. Beim zweiten Boss. Oh. Ich krieg zuerst. Ab. Ich komm nicht ran. Ich hab. Ab. Mach nächsten und zwar jetzt. Er kommt durch, den nächsten hab ich. Ist. Krieg den nicht. Die Tani, weil sind Tani gerade den zweiten gemacht hat, nicht sehen. Arkan-Anomalie noch dabei. Kümmert ihr euch mal um die Bitch, ich zieh die Arkan-Anomalie mal weg. Ja, LOS, die wenn es zu wild wird, dir. Schlitzer, 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 Schlitzer. Und tot. Voll durch die Mühle. Hast du es down? Kannst du Bumblebeeren? Ist. Och, verdammt. Tut mir leid, ich hab Platz freigelassen. Dann lauf, 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 lauf. Du bist relativ schnell, das ist okay. Aber ich warte hier. Schlitzer, 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 Schlitzer. Das geht nur auf Ranges, also in diesem Fall. Ich hab den nächsten Kick schon. Ist gekickt. Ich hab es leider mitgekickt. Gucken wir, das nächste Mal. Bumble kicken oder so. Bumble kann nicht mehr okay. Kicken, aber Stun kann er vielleicht noch. Schlitzer, 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 okay. Ich kann wegziehen dann. Okay. Aber ich hab wieder Kick. Ja, läuft. Kickt. Gut. Wieder. Der Schlitzer, der geht zwar nur auf Rangers, aber der trifft dich trotzdem, wenn du es hinten dran schießt. Das ist ein bisschen anders. Ja, na klar. Ich meine nur, dass er dann immer in Richtung Bumble gehen wird, wenn ich tot bin. Ich bleib mal hier stehen, ich zeige euch Trick 17 gleich. Lifehack. Der Magier, der eigene Random, weißt du? Kriegst du die hinteren auch? Die hinteren ich alle. Die vorm Boss stehen? Bleibt hier stehen, hier. Auch du, Bumble, hier. Talia, hier. Da? Okay. Hab ich einmal im HC gemacht, den Pool, mit Bubble. Wie du jetzt machst. Haben sie nicht so, Mage, das ist so ein Random Mage ist jemand in den Raum reingelaufen, ich hab ihn zurückgezogen. Das war so geil. Wie so ein kleines Kind. Zurückgezogen worden. Und Achtung, Mask Grip. Und noch ein Single. Ne, der backt in der Wand. Gilte Personals. Das war jetzt das Totem. Ach, alle, also die Büsche kann man echt einfach pullen, die muss man ja nur dort schon schalten. Alles gut. Der backt halt so dumm in der Wand und hat jetzt asi viele Stacks dadurch. Alter, haben wir. Okay. Dort man den kicken und dann fängt er an zu minen, ist vielleicht nicht so schlau. So, und jetzt stellt ihr euch hier. Du hast die hinteren ja doch nicht gepullt. Ich dachte, kommst du mit. Nee, das kannst du hier vergessen. Nehmen, wie viel HP der gerade schon hatte. Aber Fisten. Wenn es jemanden gäbe, der dessen mächtig ist, würde ich es auch so machen.
Wow, triggert. Heiltriggert. Kümmert euch um den Schemen. Abgekickt. Totem gestellt. Sehr gut, sehr gut. Meister fliegt hinterher. Achso, und der wird nochmal casten und der hat jetzt Asi viel AP auf jeden Fall kicken. Und gleiche Seite, andere Seite gleiches Spiel. So. Yep. Hinter die Bücher. Zum ersten Mal sind Bücher für was gut. Ich stelle mein Totem direkt, wenn es ready ist, nämlich jetzt. Das bringt zwar nichts, aber immerhin der Shade. Ich würde vielleicht echt einfach den Warp-Schirm erst rausfokussieren. Dryhard. Nicht so ewig da stehen. Solange er sich nicht vollheilt, ist alles gut. Also das ist noch Trash, ne? Ja, das ist noch Trash. Gleichzeitig war. Die kommen gleichzeitig. Ihr kümmert euch um den. Totenkopf, ja. Okay, das sollten die Midis haben. Ich den ersten. Ach, Doppelschlitzer, Doppelschlitzer. Werden immer auf mich gehen, alles gut. Ihr müsst nur gucken, dass ihr dann auf der anderen Seite steht. Geht immer an, ein bisschen mehr. Der Schützer, Schützer. Du versuchst halt immer wieder den zu stunnen, ne? Das geht halt nicht. Geht nicht. Man kann es nur mit einem Grip interrupten. Aber das ist nicht wert, weil dann castet das halt sofort wieder. Von einer anderen Position. Konnte der irgendwas Besonderes, wo man... Ja, der macht auch zwei Debuffs. Bei dem einen müsst ihr rauslaufen, gerade weil wir so viele Miles sind. Bei dem anderen müssen wir zusammenlaufen. Okay. Da, also du machst quasi ein Dreieck zwischen den drei verbundenen Personen und das wird als Void Zone, wenn der abläuft, abgelegt. Das muss möglichst klein und vor allem nicht im Boss sein. Okay, ja gut, das kenne ich. Seid ihr bereit? Jo. Kampfrausch Report. Können wir ruhig bei jedem Boss ziehen. Also direkt Bloodmass. Holy shit, instabile Magie und weg. Mhm. Okay. Das klappt auf jeden Fall nicht. Ich renne nach... Werder Verbindung. Mich gucken. Okay, so. Ich würde dann in die Ecke. Ja. Ecke. Ist gekickt und jetzt ziehe ich ihn mal ein bisschen weg. Naja. Du zu orange da drin. Jo. Netherverbindung. Guckt, dass ihr die andere Zone gerade erweitert irgendwie. Aufpassen auf die Arkanen. Schuss von dem. Nach dem nächsten Mal interrupten ziehe ich ihn auf die andere Seite. Pass auf Bumble, da müsste ich gleich hin, wenn der Debuff kommt. Verbindung. Nicht ganz so groß da. Sehr gut. Und da, wo er steht, ist man ziemlich safe vor diesem Arkanbeschuss. Stabile Magie. Nur gucken, dass ihr dann rauslauft mit dem Schiff. Verbindung. Natürlich auf mir. Haben die da noch einigermaßen dran? Okay. Von vorne halt, aber macht ja nichts.
Ah nein, es verschwindet nach der Zeit. Achtung, vom Kugeln genau hier ran. So. Okay, ich kann anken. Das war jetzt. Oh fuck! Ist der ganz alter. Sorry, Bumble. Hilft halt auch nicht, ne? Bei 2 Midis ist das mit der Magie echt scheiße. Halte durch, noch 10%. Ich glaube, den am anderen Ende. Boah, das ist durchgekommen, wa? Viel zu schnell gewesen, der Shit. Okay, lass ihn doch stehen. Ich komm fast gar nicht mehr durch. Bist du den? 1%! Ui. Gott. Ich rüste ihn. Scheiße. Alter. Ich mach Maus jetzt. Ja, also der für Minis war der Maus echt jetzt gerade, aber es wird wahrscheinlich auch der schlimmste gewesen sein, wirklich behaupten. Ist das vielleicht eine Option, den am anderen Ende von dem Raum zu tanken? Du kannst ihn da nicht ziehen, der castet ja nur. Okay. Kann ihn nur ziehen, kurz nachdem man ihn unterbrochen hat. Aber der bleibt, wenn er zu dem Kristall gelaufen ist, auch da stehen, ne? Also das. Der läuft nicht direkt zurück zum. Das eine Mana überlasten und es gesehen. Weg. Ja, da war nichts zu kicken. Kurz nicht kicken, ey. Gehen wir jetzt hier rechts oder gehen wir vorne rum? Rechts. Der nächste Boss ist auch scheiße. Ja, wobei, der geht da nicht. Ich muss sagen, hier hat Shadow jetzt fast ein bisschen Value, weil die Execute-Phase einfach so lang ist. Ja, ich muss gucken, also. Da echt mit dicken Pots und dem ganzen Shit da ordentlich arbeiten. Aber hey, wir sind nicht gestorben, alles gut. Jo. Jo. Also gewiped. Die Magie war nicht perfekt, aber ich muss ehrlich sagen, als Mili ist der Boss einfach so bukake. Ja, also du hattest ja, also ich hatte das, ich hatte dieses Dreieck immer. Einfach immer. Immer. Und ja, drück dich halt vom Boss weg und dann. Oder aufpassen, der Trash ist ekelhaft. Bumble, ich kann dir hier gut aushelfen mit Master Spell. Kannst du einen übernehmen, Dirk? Nee, ich hab Mind Bomb. Dann hab ich keinen Mind Control. Okay. Dann geh raus, Muskeln. Wir warten. Mann, Scherz. Kleiner Schlingel, du. Hier ist die Zone, ne? Das ist eine gute Zone, ne? Ja, Master Spell kommt. Mobs da drin stehen, das ist eigentlich schlecht. Aber... Was machst du denn gestellt? Sterben, also die fliegen. User joined your channel. Gar nicht. Was wollen sie machen? Überall sind Kanaken und Bakumas. Das andere Team ist nicht mehr en vogue. Ja, ein Kumpel von mir, der aus Bremen kommt, der muss ich auch ab und zu mal besuchen, der wird sonst sauer, wenn ich immer nie bei ihm bin. Oh. Ja, ist ja traurig. Was ist das bei? Kumpel aus Bremen. Ja. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man das hier ohne Master Spell spielen soll, der Zeiler. Kann ich davon. Ja, wahrscheinlich nicht, ne. Master Spell. Man könnte ja die Mobs, die das machen, vielleicht rausnehmen. So. Kicken, ja, könnte man, aber. Problem ist, wenn du hier CCst, kriegen die trotzdem die vollen Bolster Stacks, ohne dass sie Schaden kriegen. Ja, aber. Ja. Ich will immer einen von denen vor mit 5 oder 6 Stacks. Weil ich ein bisschen wuschig bin, mir das vorstellt. Mind Bomb gleich am Beginn, ja. Jetzt. Ich kenne leider den Trash hier zu wenig, weil man den ja sonst immer nur zusammenpult und weggeht. Welche von den Mobs machen das denn? Sonst ist gut.
allem außer vielleicht normalen Büffel geht's halt nicht. Der Ding ist ja der Reclaimer. Der macht das. Nein. Dabei, oder? Doch. Rückeroberer, oh, okay. Der jetzt rippt. Bumble braucht Mana. Ja, ist gut. Müssen wir ein bisschen aufpassen, wie viele Stacks wir nehmen und so. Talia, weißt du, wie das hier funktioniert mit den Stacks? Kein Meter. Ich bin auch immer du nur reingelaufen und hab getötet. Ja. Du sammelst die Stacks in diesen Flächen, die der Boss macht. Das geben dir ordentlich einen krassen Tempo-Buff. Das heißt, der hat auch deswegen so viel AP, weil man die braucht dafür. Und wenn er anfängt, euch in die Mitte zu ziehen und seine Scheiße zu channeln, musst du entweder dich immunisieren, was Schamane ja nicht kann. Das heißt, du musst ganz rauslaufen. Okay. Sonst wirst du, der AOE-Schaden macht halt mehr Schaden, wenn der die Gruppe viele Stacks hat. Das ist aber für jeden einzeln getrackt. Also wenn du wenig Stacks hast, dann kriegst du weniger Schaden. Und du musst nicht komplett rauslaufen, sondern du musst nur die den Effekt, sag ich mal, outrangen. Also du musst nicht am Rand stehen. Ja. Und der bringt euch in Jail. Und dann müsst ihr den, der gejailt ist, das ist dann, der ist in so einem Kristall eingeschlossen. Den Kristall müsst ihr rechtsklicken und mit ihm interagieren. Ja. Um die Person rauszuholen. Das weiß auch nicht jeder, oder? Soweit? Und direkt kam Frosch, wenn er ab ist. Ja, 2 Minuten halt, ne? Dem Scheiß hier dodgen. Bring das raus, alles gut. Google ist gut gefallen, da kann sie stehen bleiben. So, dann mal einen Stack. Kann ich denn hier wieder rausnehmen? Leute, haben wir gemacht, jetzt ist, dabei. Das ist der Shit hier. Passt denn da jetzt raus? Ja. Was einen Stack gibt, habe ich bis jetzt noch nicht herausgefunden. Das sind diese Kreise hier. Kreise. Okay. Einer wird gejailt. Hast du mit gejailt? War vorhin schon. Ja, kurz ein bisschen mit. Jetzt wird wieder einer gejailt. Ich bin jailed. Ich disperse, hab da ein bisschen Zeit. Nice, danke Freunde. Shit, Kugelshit, Kugelshit. Ach verdammt, das gibt's doch nicht. Oh, fuck me. Oh, knapp. Ja, kann ich annehmen, ja. Danke. Die Kugel war jetzt losgespawnt. Wie dies. Einer ist gejailt. Nee, doch nicht. Andere Shit. Jetzt wird Kugeln gespawnt. Ich muss mich ja so sehr hassen, der Boss. Jetzt wird einer gejailt. Bin jailed. Bumble macht? Okay. Danke. Ich hab leider nicht für jedes Dispers ready. Bloodlust. Läuft. Wir hätten vielleicht die Scheiße hier noch abwarten sollen. Oh. Ah, sorry. Ich hoffe mal, mein Ding spockt, wenn nicht, bitte. Ja, top. Gut. Kugel. Auf Dick. Auf einmal im Kreis außen rum. Vorsicht, Bumble. Gleich wieder beim Perk läuft. Einer wird gejailt. Hol ich raus, Tanja. Jo, danke. Leute an der Macht nochmal. Aber die sind natürlich um 5 Sekunden nicht aus mit deinem Bubble, ne? Schwul. Easy peasy, Freunde, ne? Ja. Ja, aber der ging. Ich laufe immer zu weit raus, das ist mein Problem. Voll ungewohnt, ne? Dass diese Bosse so lange dauern. Immer wieder interessant. Weil, wenn man genug Stacks hat, als Paladin natürlich echt. Warte mal noch auf Bumble, der hat noch gereckt.
ziemlich weit vorne ab kommt, bekommen könnte, wenn ich so weit wegspawnen würde. Als Second Range kriege ich einfach so viel Shit bei dem Boss immer in die Fresse, weil die Kugeln Ranges schon priorisieren. Nur am Laufen, wer läuft, macht kein Damage. Ich glaube, jetzt wird der nervigste Boss kommen. Ich glaube, der Endboss wird richtig scheiße. Mhm. Ich hoffe nur, dass diese blöden, beschissenen Drecksgeister auf dem Weg nicht den Buff haben, den der Boss hat. Das ist tricky, wo beim 2 Midis sollte es sogar gehen. Wir müssen dann auf jeden Fall unsere Stunts absprechen, Channel Bumble. Ah, die wollten ja trotzdem relativ schnell sterben. Natürlich hoffe ich mal, dass es nicht ganz so krass getunt ist. Mal gucken. Einfach mal positiv denken. Das wird schon. HIV positiv? Hm? So makaber. Aufpassen, Bros. Passen Milis, die spinnen hier. Wusste die nicht alle, weil. Dann bist du völlig verfahren. Bolstering. Ja, ich sag ich, aber es ist halt. Es ist wie Pflaster abziehen. Mal einen großen Pull und dabei dann mit Bubble und alles einmal. Ja, Alter! Talia! What the fuck? Ich war draußen. Guck doch mal, wo ich liege, verdammt. Hier offensichtlich ja nicht. Bei uns immer ganz gut funktioniert, wenn wir die kleinen, also mit einem großen Pull alle gekillt haben und dann die Midis weg. Wie viele plus 10 hast du denn schon von Arcus gemacht? Ja. Soll das, ist das, meinst du das wirklich bei denen auch relevant? Ja. Die Explosionen one-shotten mich halt, ne, wenn die so viele Stacks haben. Dann kommen halt diese großen Spinnen auch alle. Na gut, komm. Meinst unser manch faltiger Battle Rest? Also wenn er an der Explosion stirbt, dann sind dementsprechend auch die Mobs tot. außer die letzte Riesenspinne, die 80 Milliarden hat uns nur mal geholfen, als wir hier waren. Aber das ist ja. Kann ja sein, dass es einfach zu scheiße ist. Ihn selber. Das ist ja okay. Ja, nochmal Frage. Alle wieder weg. Das sind nicht unsere Mobs. Und eng. Was ich kann, Freunde. Ist leider nicht viel, was ich kann. Oh. Wir sind ja chillig. Mein Punkt ist. Aber das ist echt ein Tooltip-Bug, ne? Der Stun hält 4 Sekunden. Das ist echt nice. Dann. Und wo dem steht. Warum auch nicht? Mein Totem hält ja auch 5 Sekunden, ne? Ja, aber im Tooltip steht halt 2. Das ist ja, halt das. Gut. Hast du vielleicht irgendwas geskillt oder sowas? Nee. Warte mal. Eine Waffe oder so. Talente von Artefaktwaffen und so, die haben ja eigentlich keinen Anschluss auf skillbare Talente. Oder die wenigsten zumindest. Richtig. Spinne kommt. Das coole ist, wenn man die ganzen kleinen alle pullt, dann hat man einen ganzen Raum voll mit denen hier und die können eigentlich nicht.
Gut, aber auch mit hier dem, hast mit du dem Affix jetzt, okay, ja, aber ich... Mein Bomb. Und Totem nochmal. Also wir haben hier gestern einen Achter gemacht, dann haben mich diese Spinnen hier gerackt. Echt? Und wir zwar auch wieder als Pet-Heiler, aber... Die halt sich nur totgelacht hat, dass mich die Spinne angesprungen hat, anstatt mich zu heilen, deswegen bin ich halt gestorben. Ich hab doch vorhin was mitgekriegt. Geht aus der Mitte raus, geht aus der Mitte raus, schnell. Bammel nochmal eben raggen. Kein Grund zu hetzen, wir schaffen das sowieso nicht in Time. Wow, Dirk, du Schwarze, ja. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr das Netz abbekommt, schnell auseinanderlaufen. Das fistet euch wirklich richtig hart. Ja. Das zeigt euch DBM auch an, wenn ihr es habt, also dann schnell in andere Richtungen laufen, dass es gebrochen wird. Gerade bei Melis ist es richtig kacke. Und Bumble und dir guckt, dass ihr auch an unterschiedlichen Enden des Raums steht. Ich laufe zu Gelb. Alle bereit? Gut, dann gehe ich auch zu Gelb. Man muss das Shen nicht ertragen. Na, ich bin alle bereit? Mit Bloodlust? Oh ja, gut, haben wir ja nicht. Nee, du räumst Orange, schnell, was du mitbekommst. Wenn wir beide das zufällig kriegen. Jo. Pinselstöße, sehr gut. Nochmal. Easy Dodge, easy life. Ja, ich wollte noch ein paar abkriegen, ob die nicht. Und diese Spindel da schnell fisten, wenn die euch einwickelt, während Gift da ist, es Netz weg. CD kommt, also Head of the Netz, da ist es. Botani und Shanks, renn du weg bitte. Ja, ich bin auf dem Weg raus, sterb aber dabei. Ihr müsst beide weg, es kann nicht nur einer weg. War halt angejumpt. Konnte nicht bewegen die ersten 2 Sekunden oder eine Sekunde. Ich hab keine Bettrest erst in einer Minute. Mach die Spinne kaputt, sonst haben wir das Problem gleich wieder. Das Netz. Netz kommt. Angst, Talia. Sack bitte, Sack. Die nächste Fotze. Ja, genau. Krass, das da an mich immer findet das auch nicht. Ihr könnt das Ding stunnen. Leider das Netz, Chance Talia. Ja, ich komm halt nicht. Keine Chance, Alter. Kannst du anken, Talia? Nee. Dann lass wipen, dann lass wipen. Ihr müsst euch da vor Ort schon verteilen. Ja, als Mini ist das ein bisschen schwierig. Ja, aber ihr wisst ja, was kommt. Kannst du gerade so nah dran sind, Tom? Geht. Ne, man wird nach, man wird doch zum Boss gezogen, oder nicht? Das ist jetzt die Frage, die ich mir gerade stelle. Also ich stand eigentlich nicht im Midi-Range, aber war dann im Midi-Range. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man zum Boss gezogen wird. Ich muss gleich nochmal gucken, man kriegt das als Heiler halt nicht. Warte da, Tangled Web. Ja, die zieht dich ran, das ist schon richtig. Du musst dann halt Movement-CDs ziehen. Ich hab halt nur 40% und wenn Shen geroutet war, kannst du mit Freedom dich rausholen. Ich war ja nur wirklich nur eine halbe Sekunde oder eine Sekunde noch gestunt, der ist im Fies dann gestorben, aber ich bin dann halt dementsprechend verzögert losgerannt. Und das aber hat du bist nicht gestunt, also, sondern du bist geroutet. Hat schon gereicht, dich zu rappen. Ja, aber der Global hätte länger gedauert, als ich da geroutet war. Also wir müssen auf jeden Fall einen Hard Switch auf das Ad machen, dass das spawnt. Das können wir nicht wegleben bei der Stufe. Und dann schau einfach, wenn du siehst, dass noch wer geroutet ist und du siehst, dass der Cooldown davon weg ist, dann mach den Root weg mit Freedom, einer von euch beiden. Wir haben ja sogar 2 Paladin, ist ja krasser Luxus, den wir hier haben. Ja, aber ganz ehrlich, du hast ja meistens einen Global laufen und bis der Global abgelaufen ist und du dann SDF und wenn er dann erst losrennt, ist schon zu spät. Du kriegst, aber du weißt ja, wann die Fähigkeit vom Boss kommt. Ja, du meinst vorher, ja, das kann ich machen. Ja, genau. Dass du die Leute dann mit den Loots rausholt, dass sie dann auf jeden Fall nicht mehr geroutet sind, weil sonst jemand stirbt. Ja gut, das sollte sich aber jetzt relativieren, wenn wir das Ad-Fist fokussieren. Guck mal, dass es das tut. Was man vielleicht auch noch machen wollte, wäre vorher Speedbuff drücken oder so. Kommt halt drauf an, meine hält nur 3 Sekunden. Meine auch. Muss dann, also man sieht ja den Gasbalken, halt wenn der abläuft, dann ja. Auf gut Glück.
Los geht's. Holy shit, ey. Ich wünschte, ich hätte mehr in Shadow investiert, dann würde ich ein bisschen besser Damage machen und mehr aushalten. Fuck my life. Seid ihr bereit? Mit HT am Anfang, ne? Jo. Ja. Nein, nicht HT. Blatt, nee, HT will ich nicht. Blinzelstöße, gut. Gut. Head kommt, Hard Switch. Head ist gestunt. Sehr schön, Leute. Netz. Ne? Gut. Wieder sauknapp, ey. Ja, aber vielleicht, vielleicht tatsächlich primitiv trotzdem links verteilen, weil es auch keine. Also, ich will einfach auf das Ad. Spinne kommt schon wieder. Weather Gift, okay, ich ziehe sie da weg. Netz. Angsttalia. Hilft nicht. Netz. Angsttalia. So krieg ich das immer. Moment, kein Damage im 2, ne? Vielleicht ein bisschen. Oh, fuck. Eine Sekunde noch weggesprungen. Ist Pass. Binne. Alles auf den Boss. Netz sind 5. Boah. Das war aber auch ganz schön weit weg. Keine Ahnung, es ist auch irgendwie. Tickt immer irgendwie dreimal immer. Das ist wild. Na, nehm an. Binne! Plan Italien. Ich bin gestunt. Ja, so schnell kannst du eigentlich gar nicht reagieren. Das kommt es halt. Ich bin gestunt. Können wir das Runde Italien machen? Ja, ja, klar. Ah. Immer du und ich. Scheißegal. Ich einfach weg. Das ist neu. Ich hab einen an. Hi, Sontani. Ja. Ist auch alles voll gekotzt mit Scheiße. Mach mal das Ad kaputt, please. Da komm ich grad nicht mehr ran. Für den. Mal mach ich dann Bubble, du was? Ja, ich hab das first. Okay. Trotz Bubble? Lol? Auf jeden Fall vor mir. Wissen wir weiter, ob ihr den Scheiß dann auch kriegt. Ah! Jo. RIP. Was für eine Riesenscheiße ist das denn? Wirklich der Boss hier? Der? Vor allem? Hab ich doch gedacht. Ich wollte nicht sagen, ich hab's gesagt, aber ich hab's gesagt. Ja, ich brauch vielleicht, obwohl Damage. Was hilft jetzt, ist die Frage. Damage? Eigentlich, ja. Oder Talia auf Ene jeden von den DDs ein SDK. Ja, das kann ich auch machen, haben wir schon überlegt. Das sind nur 35k, oder? Haben wir weniger Damage. Ich kann auf mehr Single-Target-Damage skillen auf jeden Fall, aber. Also Skill-Sachen sollten wir uns halt jetzt entscheiden, wenn wir noch am Eingang stehen, wo wir porten können, ne? Soll ich? Ja, das schaffen wir noch. Ja gut, dann portet mich gleich. Jo. Zumindest ein bisschen mehr. Dieses Netz ist richtig sick, Mann. Und
Das mit dem Damage auf das Add, ich muss gestehen, vielleicht ist das falsch. Vielleicht sollten wir tatsächlich jemanden anspringen lassen und dem SDF geben, weil ich habe gerade gemerkt, als ich das gemacht habe bei der Einspielung, stand die einfach dumm rum. Können wir machen, dann müssen wir es aber halt auch konsequent machen. Ich kann nicht mehr Sprint ziehen als 40%. Da ist einfach nichts drin für mich. Ja, ich habe 100 und man ist ja durch das Netz auch noch geslowt. Und es ist ganz schrecklich. Okay, ich habe umgeskillt. Also meine Devise, mein Vorschlag wäre tatsächlich die Ads nur mit wegliefen und SDF verteilen. Also SDF verteilen heißt in dem Fall, ich weiß nicht, ob wir es präventiv machen sollen, also bevor das abläuft, der Cast, das schon auf Talia und mir einfach drauf lassen. Ja. Auf jeden Fall wird laufen können. Oder, ja, weil das kann ja ziemlich ungünstig sein, ne? Dass sie genau dann springt, wenn das Netz kommt. Das wäre natürlich scheiße. Aber wir haben gerade ab einem gewissen Punkt spawnen so viele Ads, dass wir eigentlich nur noch Ads gemacht haben und den Boss nicht mehr. Das war ein bisschen. Hätten wir das nicht gemacht, wäre er wahrscheinlich gestorben. Glaube ich nicht. So viel Schaden ging in die Ads eigentlich. Na wohl, geht, ne? Ich habe die Ads halt dann irgendwann, habe ich nur noch meine Instance drauf gemacht und nicht mehr gedottet. Also hier, wenn wir. Also bis Talia tot war, dann habe ich sie schon wieder gedottet. Wenn sind, ne? 40% vom gesamten Schaden waren in den Ads. Schon viel. Mal gucken, ob wir. Kannst du mit Windrush, kannst du das da auch für den Loop benutzen? Minuten CD. Naja. Steht irgendwie nur, keine Ahnung, ein paar Sekunden. Das macht ja nichts. Aber du kannst den Loot damit entfernen, theoretisch, oder nicht? Das entfernt kein Debuff. Also nur. Achso, das ist nur Sprint. Ah, das ist nur Sprint, okay. Ja. Okay. Das früher hat okay, hat oder? Das okay, ja. Einfach kurz vor dem Cast präventiv stellen und dann haben wir es alle 2 Minuten einmal safe. Ja, kann ich machen, ja. Ah, okay. Früher hat das die Movement Impairing Effects halt weggemacht, aber kein Sprint-Buff gegeben, das ist wahrscheinlich der Trade-Off. Jo. Also, okay. Was haben wir denn hier? Segen der Macht, 7% von meinem Schaden. Kann ich opfern, ne? Ist scheißegal. Ja, Digga, schon recht, das macht so wenig. Das sind 35k, das ist nix. Das ändert nichts daran, also, so viel Leben. Das ist halt, das ist zwar, das sind erstens bei mir steht 47.000. Und zweitens ist es ja alle 6 Sekunden, ne? Also. Ja, aber also das Ding würde effektiv bei der Scheiße 50k Damage absorbieren. Wie viel Damage hat gerade dein Blessing of Freedom gemacht, obwohl nur 2 DDs dann am Leben waren? Dein Blessing of Might. Es waren eben 7,6% deines Schadens. Aber das ist ja nicht das Problem. Immer testen. Ich verteile's einfach mal. Was soll passieren, außer dass es. Ne? Wie gesagt, ich halte nur die Effektivität davon für sehr begrenzt, sagen wir es so. Wenn ich jetzt, ich habe jetzt hier 27% Damage gemacht, dann muss einfach nur sagen, also von dem wird über den Daumen gepeilt, vielleicht 1% Damage von dem, aber das ist ja okay. Ja, wir werden sehen. Ich mache jetzt auch noch mehr Schaden als vorher, also. Ja, auch mal meine defensive Variante an. Warten noch schnell die 2 Minuten, ne? Jo. Also, und dicke Pots und so, ne? Muss man glaube ich nicht mehr ansagen, ich muss trotzdem. Nee, hab ich eh die ganze Zeit jetzt geschluckt. Holy fucking shit. Bumble hasst uns gerade so doll. Aber er kriegt ja auch den 10er hier. Bumble hat auch okay. Keinen 10er gemacht, oder? Und ach, beim 10er gibt's ja Bonus. Okay, cool. Na dann? Es wird sich lohnen, Freunde. Ich spüre es. Oh, 2 Minuten, das schaffe ich mit dem Rauchen. Wenn ich jetzt aufstehe, muss ich pissen. Aber ich muss was Neues zu finden. Dirk, du hast noch 45 Sekunden übrigens. Ist gerade umgesprungen. Mhm. Ein, zwei Sögen gehen. Was soll ich danach? Nach dem Boss fertig. Thank you.
Hallo? Hallo. Okay. Headset war gerade kurz aus. Jo, Pull? Moment noch, ich droppe noch eben den magischen Cookie rein. So, genau zum Bloodlust auslaufen. Wollen wir uns auch noch Ruhm rankloppen? Ja, können wir machen. Gar keine dabei. Glaubt ihr nicht. Das ist geil, wir stehen beim zweiten Boss, beim dritten Boss, und der Key ist schon depleted. Holy shit. Keine Ahnung, wie wir den schaffen sollen. Danke, Bumble. Ich liebe Bumble. Halt durch, Freund, wir sind gleich soweit. Ich liebe auch Bumble, aber ich glaube, nach dem Boss wird's einfacher. Mhm. Seid ihr bereit? Was. Das geht's. Da mach ich mal einen Pull-Timer für euch. Wäre nett. Ich pre-potte immer auf Side, aber das geht schon. 5, 4, 3, 2, 1. Erste App können wir noch wegkriegen. Ah, sie winzige Hitbox, ne? Kopf. So, ich stelle mal das Totem. Seht ihr den Willis? Oh, das war geil. Das war geil. Nächstes Set. Au, what the fuck? Wie gesagt, RZF machen oder nicht? Cleave's weg. Ich wollte gerade sagen, Cleave's weg. Geht glaube ich nicht anders. Ach man. Jetzt. Ein LOA gegeben. Mir mal Sack Bumble bitte. Wenn dieses Ed und der Boss an mir sind, macht das schon viel Schaden. Jo, da kam ich jetzt nicht raus. Kann aber angucken. Bin verstößen. Alter. Tangled Web, toll. Du wieder gestorben? Ja, an Tangled Web war direkt wieder verbunden. Ich bin geroutet in der Seuche. Drip. Sorry, ich hab das nicht gebeindet. Das ist rein. Ich wollte ihm das so geben, aber er war so schnell tot. Na, zwei jetzt, ich glaub, das ist Drip. Okay, wir können die jetzt nicht leben lassen. Hatten sie ja auch nicht vor. Frage ist, haben wir halt meaningful Cleave Damage? Multidot. Ich denk schon, weil der Dorf ist ja jetzt in wesentlich kürzerer Zeit wesentlich schneller gedroppt. Aber wenn natürlich dann Leute sterben, und das ist hier halt ja wesentlich fataler, das darf nicht passieren. Ja gut, da konnte ich jetzt aber auch echt nichts dran machen. Das dran sein und dann von der Spinne angejumpt zu werden, ist halt. Ja, da müssen wir, keine Ahnung. Da müssen wir einen, der auf dem Boss bleibt, und die anderen zwei machen halt den das Ad oder so. Ich weiß, Quatsch. Macht's nicht vielleicht Sinn, wenn du das Ad einfach alleine machst? Ich müsste rappen. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Alter, 33. Mann, ich bin draußen. Na, dann lass uns alle schnell rappen gehen. Ich hab's halt gemacht in der Unterbrechungspause. Na gut, ich komme raus. Ja. Ihr müsst nur durchs Portal und steht dann links ein Rapper zwischen dem Portal. Also einmal bis zum Ende. Einmal hier raus und dann zum Portal hin. Achso, stimmt, da kann man ja hoch, ne? Ja. Muss ich mal kurz gucken, ich hab das nicht im Kopf, aber ich glaube hier ganz rechts, ja genau. Sind wir ganz rechts, oder? Sind wir ganz rechts, Freunde. Ah, so, wo steht der Faggot hier? Zwischen den Portalen.
Zwischen den Portalen? Ach stimmt, der Chief Telemancer, ne? Muss ich eigentlich nur umdrehen. Ja, ich sag ja. Der hatte bei mir das nur nicht angezeigt, weil, wie heißt's? Wo ist das? Das hängt da mal vor, oder? Weil ich den nicht gefüttert hab. Dann sieht man das nicht. Ja, yeah, ich bin geil. Welches Portal? Sanctum of Order. Also Sanctum der Ordnung. So, Freunde. Ja, das, also der Trailer 4 war wesentlich länger gespielt und auch wesentlich. Da müssen wir doch die Ads machen. Geht nicht, können wir nicht üben lassen, Scheiße. Und ich glaube, SDK. Hat 1,4 Millionen geheilt im letzten Fight. Ja. Bin mir nicht sicher. Ist nicht so besonders viel. Dann lieber Diebster. Dann brauchst du Mana, Bambi. Ich will auch einen Mana-Buff geben. Ja, Bammel ist halt passiv, ne? Das ist halt der Vorteil, aber. Was bei unserer Gruppe hier ein Riesenproblem ist, wir haben keine Instant-Move-Fähigkeiten. Jeder muss halt für sich rauslaufen, das ist halt echt scheiße. Das Blinzeln oder sowas? Nope. Blink, Roll, Enterhaken, was auch immer, haben wir halt alles gar nicht. Wir haben nur schwache Movement-CDs. Ja, gut, aber die geben sich die Klinge in die Hand, welcher der beschissenste ist. Also, ist ja wenigstens, also 100% Speedbuff ist ja wenigstens schneller eigentlich. Also, jo, das ist noch der beste, aber Dirk hat scheiße, Talia hat den Geisterwolf. Body and Soul, geil. Ja, ich hab ja einen Sprint, aber das. Wenn wir es jetzt nochmal so spielen wie im Try, vor dem Kack-Try gerade, dann ist das geregelt, das Ding. So, go. Dann mit allen Pots und. Ach, ja, mit dem Kampfrausch ab, ich finde, der macht halt schon viel aus am Anfang. Ach, Scheiße. Ja, wenn wir den abwarten, wird man Flash depleted. Da muss ich irgendwo noch einen schnorren, ich tue meine Wildmank. Was hättest du denn dann nach dem Try gemacht? Ja, eins kaufen. Aber. Ja, ich wusste nicht, wo wir nach einer Stunde sind. Ich meine nur, dass wir gerade vor der Instanz standen. Ja, ich hab's jetzt erst gesehen. Hab ich natürlich nicht drauf geachtet, leider. Ja, zur Not gehen wir halt gleich einmal YOLO, lass uns Wrecken stehen wieder am Eingang. Nö, dann brauchen wir dich schnell. Welchen Mats, wenn hier wo drin sein, wenn man ein Fläschchen bauen kann? Wir haben noch Party hier. Ja, ich bin aber kein Alchi mit dem. Ich bin mit Mage Alchi. Oh shit, I fucking hate you. Danke. Macht ja nichts. Ja gut, wir müssen jetzt noch Bloodlust abwarten, ne? Dann pot ich mich raus. Bist du ich hab meinen Ruhestein in Suramar, dann geht's. Ist ja eigentlich egal, ich kann ja auch einfach mit jedem anderen Char einfach was in die Guild backen. Ja, dann mach das. Dann kann ich in Ruhe fertig rauchen. Hast du Glaubenssprung als Shadow? Nee. Hab ich nicht mehr. Hey, bist du etwa Inschriftler? Ich bin Inschriftler, ja. Damit auch sicke Amounts of Gold am Anfang des Addons gemacht, wie versprochen? Kein Meter. Schade. Einzige Gold habe ich mit Alchemie gemacht, aber auch nur, weil eben die Preise da so so extrem hoch waren. Nochmal kurz Pipi. Jo. Das ist der Enhancer echt so. Ja. Aber du hast noch einen 75% Sprint, oder nicht? Oder ist der raus? 60% Sprint habe ich, ja. Echt, das ist nur noch 60? Naja, aber mit dem Wolf wird es zu 200 an. Mhm. Ja.
Weil ich paddle da halt wirklich mit 40% Speed raus, ne? Das ist richtig scheiße, aber ich kann halt auch nichts dagegen machen. Naja. Ja, aber gefühlt sind das halt auch nur. Moment. Zwei Global Cooldowns, die du da hast. Zeit zum Rauslaufen. Ja. Wenn ich da den Sprint ziehe, dann 2 Sekunden später entscheidet sich, ob ich lebe oder sterbe. Der allergrößte. Also es macht ja vielleicht Sinn, dass wenn du mit dem, wenn das Tangle kommt, wenn du dann schon im Wolf bist, oder? Ja, aber dann kann ich keinen Sprint ziehen, wenn ich den Sprint. Der allergrößte Noten muss man doch halt schießen. Ja. Du musst den Sprint praktisch vorher ziehen und den Wolf gehen und dann warten, ob. Oder. Ja. Wir könnten richtig dumm machen mit ja, der Moment, lass mich mal ausprobieren. Wir haben ja noch Zeit, oder? 30 Sekunden. So, bin da. Ah, doch, geht. Verdammt. Meine ich, Bumble? Das geht. Wie lange Cooldown hat Sec? 3 Minuten. Ich brauche eigentlich immer ein Dev-CD, wenn Spinne und kleine Spinne an mir. Das heißt, ich ziehe meinen eigenen so oft es geht. Da brauche ich Sec und vielleicht noch einen Armor-Pot. Ich habe gerade schon überlegt, ob das der einzige Boss ist, bei dem Double Heal Sinn macht, weil dann heilen wir die beiden Penner einfach. Weißt? Ist nur, weil du könntest dann einfach durchdiebsen und würdest dann uns noch mitteilen, das wäre natürlich auch eine Option, ja. Aber ja, der Double Heal fickt es halt vielleicht, ne? Und wir hätten den lieb, ja. Willst du das machen? Oder sollen wir es? Lass mal so testen und dann mal ausprobieren, oder? Naja, ich kann hier drin ohnehin nicht umskillen. Fisten. Okay, Fisten. Hören wir auf Fisten Bumble. Oder Fisted? So. Also. Okay. Ich will, glaube ich, noch schnell hier raus. Ich glaube, immer jeder. Wollen wir alle so ein bisschen. Ich bin sofort am Start. Ich muss nur eben das Fläschchen überbringen. Also Shen, die nächsten 2 Caster-DD-Trinkets gehen an mich, ne? Ist normal. Falls ich wieder Shadow machen muss, in fucking... Bei mir soll es nicht liegen, ey. So ein schlechtes Gewissen wegen Bumble. Dass er morgen total im Arsch da irgendwie... Ich glaube, wenn wir den 10er geschafft haben, dann ist es mir völlig egal, dass er morgen übermüdet ist. Hier gibt's halt natürlich! Blöden, oh, halt Blizzard, ey, du bist ja so eine Fotze, ey. Du stehst am Instanz-Eingang, klappt, lol. Mann, ey. Hast du irgendwas anderes erwartet? Ja, wenn ich innerhalb von 5 Minuten dachte ich wenigstens, aber nein. Ich hoffe, du hast jetzt auch genau eine Flask. Ja. Tatsächlich, aber ja, also ich könnte sein, dass ihr gleich nochmal eine Kiste für mich aufstellen müsst, weil es wahrscheinlich weg war, bis ich da vorne angekommen bin. Ja, aber die können wir alle stellen, das ist ja kein Problem. Dann nochmal mal etwas Erfreuliches zu zeigen, Freunde, habt ihr schon gesehen, wie cool, shadowy, bloody meine Waffe jetzt aussieht? Wow! Ich wünschte, meine Waffe würde auch so shadowy glitzern, aber du hast es dir ja geniniert. Oh yes! Pack it. Super. Cool aus, oder? Großartig. Das passt perfekt zum Transmog, jetzt mal ohne Scheiß. Ja, natürlich. Deswegen habe ich ja gesagt, das ist für mich Biss, während die anderen einfach nur gierig waren. Nee, das ist auch für mich Biss. Du warst überhaupt nicht gierig, ne? Ja, die wollten ja einfach nur, weil sie irgendwas haben wollten. Ich wollte ja es wirklich verwenden, weil es für mich halt best in Slot ist. Ja, wohl ein Unterschied. Mhm. Oh, hier kann man Spinnen klatschen. Ja, eine gefestete Spinne. Alle da, alle fit, warte. Alle wach. Warte, ich stell dir eine Fischte. Bitte. Ah, da ist sie. So. Sag ich mal wieder SD. Okay, dann gehen wir ihm. Auf die Fresse. Jo.
Let's fuck him right in the pussy. Okay. Okay. Gut. Go for it. Ich bin ja immer noch am Tisch. Hallo. Gut. Oh, egal, ich bin jetzt auf. Mach die. Viel Erfolg noch. Ja. User disconnected from your channel. At Piston. So, ich stelle mein Totem bei die Milis, wo dann steht. Alter! Riptum. Hätte ich da machen sollen, ich hatte Totem drin, ich hatte alles, danke. Bist du durch links gelaufen? Gibt oder so? Nee. Jetzt pass auf, dass du nicht direkt wieder stirbst. Ein bisschen weiter weg vom Gift weg. Ja, ja, die Kasse ist gerade. Alter, es bricht nicht. Wahnsinn. Lebe noch, alles gut. Wenn du stößt, bleibt in Bewegung. Alter, der macht immer uns beide. Zack, 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 zack. Ja. Mein Leben. Wie, Alter? 50%, Freunde, das sieht noch okay aus. 20 Sekunden haben die wieder gut ans Ready. Netz. Netz. Gut. Fuck me. Looted. Nein! Kill die Master doch! Ich hab sie. Da kommt schon der nächste. Dispersed. Armor Pot läuft. Dann hältst du es doch mal raus. Weil der Pot ist drin. Lass die in Ruhe, ist auch gut. Bei mir ist auch zweiter Pot. Fuck. Jetzt sind die weg, ey. Unfassbar. Ja. Ich hatte vorher schon irgendwie nur 50. Ja, warte. Noch retten? Hab ich schon geretzt. Oh. Weil ich jetzt immer Dirk und Shen, ne? Mhm. Weil ich, ja. Ich hab 40 Sekunden lang kein Disperse. Weil es ist auf mir, könnt ihr von mir es lassen? Warum lasst du wieder Sack? Nee. Ich habe jetzt wieder CDs. Den Room Weapon läuft. Es sind zwei Spinnen, ne? Wir müssen die jetzt fisten, die eine. Okay. Execute die, soweit ich kann. Hier ist halt auch alles voller Gift. Bin um. Ich glaub, das war's für mich. Ich hasse diesen Boss. Denkt man viel mit. Scheiße. Fuck, man hätte Talia überlebt, hätten wir es halt geschafft. Talia, mir egal wie, du musst es überleben. Ich hab nur ein CD, Movement und Damage. Und ich kann beide nicht gleichzeitig ziehen, das ist nicht scheiße. Das ist ja auch 10%. Fucking close one. Wollen wir Double Heal probieren, oder? Weiß ich nicht, das war schon knapp, oder? Mhm. Tali ist halt zweimal gestorben. Überleg mal, wir hätten seinen Schaden noch gehabt, das wäre halt easy gewesen. Halt immer zweimal. Ja, ich kann auch nicht viel dagegen meine machen. Meine Klasse ist ja halt scheiße. Eine Kritik an dir. Aber was wir machen können, also was wir bis jetzt auf jeden Fall noch nicht machen, dieses Ad-Stunnen, was sie spawnt, das sollten wir auf jeden Fall noch tun. Ich mach's immer, aber ich hab's halt nicht immer ab. Mhm. Na, sollte ich können, denke ich. Ich hab hier einen ganz großen. Nom. Schluck erstmal runter, Bastard! Ich hab hier ein ganz großes Problem mit. Moment. Ich hasse die Penner, ne? Krass. Ich hab hier ein ganz großes Problem mit Hitrange.
Die Hitrange vom Boss und von Ernst ist so winzig. Also, kann sein, weil ich Tauro bin, aber. Okay. Hm. Ja, gut. Also, Talia, bleib du mal auf dem Boss mit dem Schaden. Ja. Dein Schaden auf den Ärzte ist völlig vernachlässigbar und low. Und völlig unnütz wahrscheinlich auch. Aber jetzt wird auch tot, ne? Also ich habe auch nicht halt viel Schaden auf Set gemacht. Ja, ich gehe halt auch nicht viel. Immer in den Wolf, ne? Wenn der anfängt zu casten, dann gehe ich direkt in den Wolf und mache dann natürlich auch erstmal relativ wenig Schaden für ein paar Sekunden. Also ich bin der Meinung, man kann es gar nicht unter 3 Ticks auseinanderreißen. Also die kriegt man einfach immer und wenn die Leute da nicht voll sind vorher, dann können sie es gar nicht überleben. Ich glaube, also zumindest kommt mir so vor, egal wie schnell wir es auseinanderziehen, es tickt halt trotzdem ewig und hört halt auf, wenn ich an der Wand angekommen bin. Und das ist also schon 80 Meter lang gezogen, aber es tickt halt trotzdem noch einmal. Ist ihm halt egal, irgendwie ganz komisch. Deswegen wir packen jetzt aber keine 5 Minuten auf den Kampfrauscher. Nee. Vielleicht haben wir es am Ende nochmal, wie lange fighten wir hier? Oder wir laufen vorbei, machen noch ein bisschen Trash, bis der wieder gemacht ist. Der Kampf hat 3 Minuten 54 gedauert. Wollen wir Trash machen, bis der Kampf Trash machen ist gut. Ja, Trash machen ist gut. Und noch ein paar Spinnen zermatschen. Max. Schon kommen, am Ende steht in der irgendwie nichts mehr außer die Jungs. Mein Bomb ist drauf. Gut, im Rheintalle. Steht. Denkt dran, dass ihr die wichtigen Casts von denen interruptet. Was hier zum Beispiel? Demonic Ascension ist kicked. Sorry. Ballarm ist kicken. Fuck. Jo, wir haben nicht mehr, nichts mehr, nehmen wir mal immer sterben. Schaffen wir. Bottle Argus ist gar nicht so wild. Das sind noch ein paar wichtige. Ein paar gepolsterte Wichtel. Ja, richtig, richtig gepolstert. Ja, ist super. Sind die Bolster-Stacks von denen? Komisch. Ach, und der fistet. Personals? Oh, Gott sake. Diese Bullshit-Augen. Get the fuck off! Nächste kick ich. Mir wird noch eine Methode einfallen. Uiuiui. Wow. Das war nicht gut. Dann sprich, Freund. Zwei Heiler, zwei Tanks. Oh Gott. Tali ist auf jeden Fall immer, aber wird immer mit dem Tank verbunden, dem es egal ist. Oder nimm High. Ja, dann stirbt Tali beim ersten Mal und dann werden zwei Tanks verbunden, denen es dann nicht mehr egal ist. Oder er halt auch. Das du musst nicht wissen dazu, okay. Warte. Frag nur. Ich dachte, egal. Hey, woran bist du verreckt? Ich bin geschoben bei dem Feuer. Tiberino. Ich stand halt im Midi-Range zum Arcane. Ja, da musst du aufpassen, da ist Feuer. Okay, echt? Kicken, Talia! Das ist dann nur Argus. Ja. What? Den Aufstieg habe ich gekickt. Hast du nicht so ein Terz gemacht? Viel knapper. Shit. He's gonna be legend. Wait. Ach, wir mussten ihn ja unbedingt noch mit dem Lichtern doppeln. Scheiße.
Max selber, warum das mit dem Portal Argus vielleicht schlimm ist. Ja gut, wenn man jetzt nicht behindert ist. War gut. Boah, knüppelst du da mit dem Hammer um dich rum? Geil, oder? Geschit. Dankeschön. Da hast du zufällig eine Wandesrune für einen Altierer. Schön wär's, leider nein. So. Dafür müsste ich es einmal gelegt haben. Touché. Dann fisten wir den Bob. Wartet, lass mich kurz ein Makro schreiben, bitte. Ist vielleicht nicht viel, aber dann kann ich Carsten auch noch meinen Schild buffen, wenn ich selber nicht verbunden bin. Ist auch nochmal ein kleiner Speedbuff. Mein Carsten ist ein Pleb. Geil, geht sich genau aus. Sehr schön. Ich wollte gerade Slash Target Carsten. Sehr schön. Slash Carsten Target. Probably not gonna work. Probier das auch. Carsten, finde ich auch gut. Carsten, ja. So, komm, Freunde. Ja, gib mir eine Sekunde. Nein. Dass die Scheiße hier funktioniert. Wir fisten ihn jetzt in den Anus. Bumble Damage aus der Hölle. Okay. It worked. Bereit? Jupp. Warte, ja, noch. Alles gut. Hm. Geht langsam ein bisschen die Pots aus, Freunde. Geht mir ähnlich. Gute Stöße kommen jetzt. Erstes Ad kommt. Ist gut gefallen. Stunst du? Stunne. Bis. Dann bereue ich meinen auf. Jetzt. Nächstes Ad ist scheiße gefallen. Mindbomb ist drauf. Ist gestunt. Sehr gut. Netz in 3, 2, 1, Netz. Den gibt. Totem steht auch. Nächste Spinne. Fuck. Zack bitte. Hast du wer? Kann ich? Mach. What? Alles gut. Netz, Achtung. Disperse direkt. Good job. Mindbomb auf der Spinne. No way. Wir dürfen den Boss nicht so nah am Rand tanken. Oh verdammt, verdammt! Oh ne. Du kommst so vor, bin ich ehrlich, als ob immer einer von beiden mehr damit spricht. Aber. Ja, vermutlich Talia, weil er keine Personals hat, oder nicht? Kann er da nichts ziehen. Ding ist halt, Bumble kann nur einen von uns beiden heilen. Und wenn Carsten und ich verbunden werden und mein Disperse auf Cooldown ist, dann. Ja, also bei mir ist ja wirklich gar kein Stress. Also, wie gesagt, der soll einfach
dann muss er halt die Flamme auf euch beide geben oder was, keine Ahnung. Also ich habe da wirklich mit meinen zwei Cheaters noch ein bisschen mehr Luft als hier. Mädels, ich bin in einem anderen Channel, weil ich gucke ein bisschen nebenbei einen Film. Das machen wir erstmal Trash und diskutieren dann. Dann eventuell das vielleicht doch mit zwei Heilern. Geht ja wohl nicht anders. Bubble wirkt nicht. Das stimmt nicht ganz. Also irgendwie doch, aber irgendwie auch nicht. Die Midi-Bubble wirkt wahrscheinlich, die meinst du wahrscheinlich, oder die Bob? Weil es Arkanschaden ist. Du meinst die normale Bubble? Die geht auch nicht. Wird denn irgendwas an der Mechanik verplättet? Dass man da nicht durch das Netz vielleicht laufen darf oder so ein Schwachsinn oder irgendwie so ein Kack? Ich kann mir nicht vorstellen, du siehst ja, ob du den Tickschaden bekommen hast oder nicht. Ah, was für eine riesige Scheiße. Also wenn wir den Boss übrigens so nah am Rand tanken, dann ist halt... Was hat original drei Fähigkeiten, ey. Wir schaffen den nicht. Voll krass. Kann halt nicht ewig in der Mitte stehen lassen, du hast doch gesehen, dass da alles voller Gift war. Nee, ich glaube, ich muss das Gift smarter ablegen. Aber ich weiß nicht, weh, ich werde immer in die Mitte gezogen und wenn ich hier nur rumlaufe, mache ich noch weniger Schaden und der DPS-Race ist relativ real bei dem Boss. Bumble hat ja auch nicht unendlich Mana. Also erstmal weiter Trash. Ist halt auch ein bisschen doof, dass Bakuma nicht mehr da ist. Oh, Bumble hat's gerackt unterwegs. Heißt? Weiß ich nicht, er ist halt gestorben. Otto Rasmussen. Soll ich zurückkommen und dich retten oder ist es zu weit? Er hat schon freigelassen. Oh, okay. Versuchen wir den da vorne zu nuken, bevor er uns nuket. Ja. Ich hab ansonsten bis Bumble da ist, kann uns dann Auto retzen alle. Auch von Pyrrhic Embrace, das schaffen wir. Oh ja. Ich mach direkt einen Stun, das geht glaube ich gar nicht. Ja, keine Ahnung. Geht nicht, ne. Dann. Die Spinne zu stunnen ist aber übrigens wichtig, die spinnet. Das war gut. Ne, da oben sind diese kleinen Fiste. Wir haben locker keine Cooldowns mehr jetzt alle, oder? Jo! Ja, dann geht zurück, geht einfach zurück, weil wir bummeln, dann ist das auch wieder da. Da waren wir wohl ein bisschen greedy. Nee, das war schon vernünftig. Keine Ahnung, ey, aber. Ja, sonst, aber das Einzige, was mir einfallen würde, wäre Tali auf Elo ums Becken zu lassen. Dann hat er auf jeden Fall eine ganze Tonne mehr Burst und zwei hat halt ein Dings mehr. Ein Cooldown mehr. Mach aber overall 50% weniger Schaden. Und das ist bei einem DPS-Race. Das ist wahrscheinlich 100% mehr Schaden, weil du einfach doppelt und dreifach so lange lebst. Ja, gut, der zweite Cooldown wäre mein Erdelement. Und was heißt, du machst weniger Schaden? Dein Burst-Schaden muss ja wohl viel höher sein. Der Burst-Schaden, ja, aber der Boss-Fight geht ja ewig lang. Ja, gut, aber. Ich schätze mal, wenn er am Anfang Schaden macht, wo er noch lebt, ist ja gut. Ich würde aber eher denken, dass es mit den zwei Heilern klappen könnte, weil dann jeder Heiler sich einfach ein Target aussuchen kann. Das ja, aber dann werden wir beide immer verbunden. Das ist halt. Ja, aber ich glaube, das ist ja zumindest berechenbar. Muss einem dann einfach klar sein und dann laufen wir beide immer, wahrscheinlich zumindest. Ich weiß nicht, wie der jetzt. Was machst du jetzt? Wie, machen wir nicht weiter Trash erstmal? Ist doch gleich fertig, 2 Minuten. Ja, das soll ich jetzt nochmal so versuchen, wenn es jetzt wieder nicht klappen sollte, machen wir 2 Heiler. Ich finde es schon sinnvoll. Ja, ich glaube auch, dass es Sinn macht. Und wenn es nur darum ist, dass Dirk dann halt Tali vorher halt noch ein Machtwort-Schild geben kann. Ja. Ich bin mir nicht sicher, wie der Boss das sieht. Ob der dann wirklich immer mich und Tali verbindet. Kein Dunst. Aber du kannst Tali ja dann... jetzt noch kein einziges Mal verbunden, oder? Nee, aber mich wurde nicht verbunden, aber wenn nur 2 DDs da sind, gehe ich mal davon aus, oder? Vorhin, als ich gerackt war, wurdet ja auch nur ihr beide verbunden. Ja. Ja, wenn als Tali verreckt war, wurden immer wir beide verbunden. Das jetzt ja, oder so. Ja, gut. Im letzten Try bin ich ja gerackt. Das war auch richtig. Warum machen wir das nicht direkt? Ja, weil wir sonst rauslaufen müssten.
können doch auch einfach hier. Wir hatten ihn halt auch so schon mal auf 10% ohne Tali, also das geht halt auch so. Ja, ja, klar. Ich weiß. Ist aber halt. Okay. Schön zu predikten. Na gut, na, das ist sowieso besser, weil dann hat Tani kann dann Tali heilen mit Schilde, dass er halt lebt und Bumble nicht. Und dann ist alles gut. Ja, und vor allem so viel weniger Schaden macht Dirk als Distil dann auch nicht. Er muss ja dann außerhalb von der Laufphase nichts heilen. Hm. Dann muss ich nur kurz auf Full DPS gehen. Ich glaube, den Speck, den ich gerade drin habe, war vorhin, falls ich heilen hätte heilen sollen, sagen wir es mal so. Sonder? Ach nee, ist noch nicht ready, Entschuldigung. Ich sehe das gerade nicht, weil ich oben halt, sie haben eine Antwort auf ihr Ticket erhalten habe und das drückt alles nach unten und das ist unter diesem Markus-Scheiß. Das hilft. Ich brauche nur noch 10 dicke Pots. Dann muss der Bastard flach liegen. Ich habe nur noch 6. Bumble hat keinen Kopf gezogen, ne? Am liegt's. Guck. Der stolzeste Mensch auf der Welt, weil wir die Instanz geschafft haben, ist mir scheißegal, dass es lächerlich Overtime ist. Will die schaffen, Freunde. Wollen wir alle, und das schaffen wir auch, weil wir cool sind. What the fuck? Winzenschlöße. Jetzt. Geht in die Cooldowns, ne? Diese Scheiße. Toll, Kölner. Immer. Binne, ich stun. Mist. Letzt sind 5. Ich bin vielleicht vorher noch down, das war nice. Stop. Hab mein Totem gestellt. Das bringt ja auch einiges. Totem ist ziemlich gut da, finde ich. Nächste Spinne. Du jeden grippen, dann bleibe ich bei dir. Grip immer jeden. Okay. Seit allen Tries. Manchmal kommen die ja schneller, dann geht's. Netz. Stand. Bewegung bleiben. Disperse. Und Sack. Mindbomb auf dem Ad. Ja, ich bin schon drauf. Netz in 3, 2, 1. Oh. Parkenmob. Krass! Get the fuck off! Thank you, Lemon Hands. Dann Potz, Jungs. Ich zieh dieses Mal an, dich ein bisschen zu unterstützen. Nächste Spinne. Von irgendwas drin, ja. Hier. Oh mein Gott, das warst ja. Du nicht, ich bin tot. Kann aber anken. Ich muss die aber auch echt in die Ecke drängen, ne? Das ist voll scheiße. Da ist überall noch Platz auf der anderen Seite. Ich anke jetzt, brauch aber Heal 3, 2, 1 und. Alter! Ding ist auf mir. Ich hab fürs nächste noch mal Disperse. Oh, Damage, lol! Alter, hä? Au, Disperse, fuck. Eggy ist tot, dann wird der doch unheilbar. Dirk ist halt now. 2 Heiler. 2 Heiler versuchen.
Ja, willst du jetzt hier abbrechen oder was? Ich will den Bastard umfisten. Go, go, ey, mach den bloß kaputt. Ja, dann portet mich schnell. We do. Das ist ja. Aber wieso hat Eggie denn am Ende so viel auf den Sack gekriegt? Ging ja gar nicht. Das ist ziemlich lange, das Ad und den Boss auf mir. Alter, krass. Das war irgendwann ein Binärcode, ey. Ah, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Hier, pass auf, Sintani. Wie oft hast du, glaube ich, gesprungen? Alle 2 Minuten. Shit. Aber ich habe, glaube ich, gerade vielleicht eine Lösung für das Problem. Und diese Lösung heißt Clarity of Will. Oh, nö. Ohne Scheiß, das spamme ich auf euch beide vorher. Dann habt ihr ein 750k Schild. Das bringt anderthalb Ticks ab. Dann bleiben wir einfach stehen, Leute. Nein. Stehen bleiben ist vielleicht nicht so gut. Aber ja, gut, wenn das funktioniert, geht. Aber machst du denn dann auch noch einen Deeps oder ist das dann Heal? Ist nur Heal. Aber ich kann euch. Das fängt den Schaden ein bisschen ab. Ich hoffe, das reicht. Bisschen? Ein bisschen ziemlich. Ist okay. Sali ist halber AP oder Ganze. Oh shit, man, oh shit. Vielleicht funktioniert das. Problem ist, müsstest du dann nicht die ganze Zeit nur Clarity machen? Nö. Bei Casts. Dann ist Max Deck. Achso, na gut. Ich mach's einfach auf jeden von euch rauf und dann kriegt Carsten noch ein Schild und dann sollte es gehen. Wie gesagt, ich hab echt nicht so struggle, offensichtlich. Weiß nicht genau, wieso. Sprint ist halt. Ja, ich krieg schon ordentlich Deeps in die Fresse teilweise, aber irgendwie hält bei mir der Wilbalken einfach an. Ja, gut, mit 2 Cheat Deaths ist das natürlich, aber die brauchen komischerweise auch gar nicht. Das ist ganz komisch. Naja, wir werden mal gucken, wie es funktioniert. Cheese ich auch hier irgendwie aus Versehen. Oh shit, ich möchte dazu sagen. Ach nee, ich sag's lieber noch nicht. Oder so, das kann natürlich auch sein. Zombie. Na gut, dann. Weil du könntest ja dann theoretisch. Ach, sag schnell. Also sind Tali und ich kriegen das jetzt immer. Das bedeutet. Davon gehen wir aus. Das bedeutet, ja. Du kannst dich quasi zu Talias Position, wo er hinrennen soll, stellen. Und ihn dahin grippen. Immer. Direkt. Theoretisch, also gut 2 Minuten. Cool, alle 2 Minuten. Einmal das Totem. Einmal Speedbuff. Und halt Clarity. Wo wollen wir anfangen? Fühl mich echt wie so ein alter Opa. Lass uns das mal einfach jetzt ausprobieren. Also scheiß auf Kampfhaut einfach pullen. Psst. Ja klar, ich esse noch einen. Also halt, Buffhut und so sollten wir schon nehmen, aber... Danke Bubble, danke. Ich werde mein Bestes tun. Ich versuche trotzdem viel Schaden zu machen, ansonsten slacken wir hier zu krass rein. Lass auch DPS-Trinkets drin. Naja, wenn wir diese Powerbomb-Mechanik ausgehebelt krüchten. Bensenstöße. Ich habe jetzt wesentlich mehr Burst fürs Ad, das ist vielleicht auch nicht schlecht. Achtung, Tali. Lauf, wo willst du hinlaufen? Ich hab sie gerade. Ja, okay, war auch gerade am Anfang geplappt mit dem Laufen. Ja, ich lauf zu Gelb weiter. Hin. Aber okay. Es war ein Sharks, Tali, ne? Ja. Ich stell das Totem jetzt beim nächsten Mal.
Okay. Komplett. Wo der steht. Oh, ich hab doch gesagt, ich lauf zu gelb, ey. Du bist echt so ein Fleck, ohne Witz. Manchmal. Warum müssen wir denn nochmal durch uns durchlaufen? Immer. Lauf ich jetzt so. Ja, weil es einfach eingeteilt ist. Hui. Hast du gerade geheilt oder was? Nee, ich hab grad geklappt. Ablegen? Ja, ablegen. Aber zumindest ist es confirmed, dass es Chance Tali ist, ne? Ja, ja. Holy shit, kann ich mir da irgendwie einen Timer für anmachen? Kann man den eigentlich resetten? Ja, müsste gehen. Ich hab scheinbar keine. Nicht, nicht aufstehen, der Schein kann euch ratzen. Ach, verdammt. Ja. Ja. Aber gut, das ist schon mal gut zu wissen, dass man den resetten kann, lol. Das würde jetzt ein bisschen Frustration wegnehmen. Scheiß Laufwege. Ich bin laufig, ja. Wo sollen wir einfach vorne irgendwas pullen? Ach nee, scheiße. Wo ist mein Gedankengang gerade, ey? Ich bin so dumm, ey. Ja, aber das. Eigentlich läuft das so geschmeidiger, aber ich weiß nicht. Guckt einfach beide auf Tali. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Oder Bumble halt einfach viel mehr, also, oder dann tauschen halt, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Nee, das passt schon, wenn ich nicht dumm bin. Ich hab halt gerade einfach... Also, behalten wir das jetzt so bei, Tali, oder wollen wir einfach nur da rauslaufen, wo wir stehen? Das können wir auch machen, aber das müssen wir vorher sagen. Es ist mir Wurst, aber ich denke mal, da rauslaufen, wo wir stehen, macht mehr Sinn, weil wir dann ja schon eine gewisse Entfernung haben und nicht nochmal durcheinander laufen. Jo. Gut, dann einfach immer vom anderen weg, sozusagen. Ja, aber das Problem ist ja, wir wissen ja, mit wem wir verbunden werden. Das ist ein großer Vorteil. Also können wir uns auch einfach so hinstellen. Na gut. Ja, gut, aber der Boss lässt das ja nicht immer so zu. Der Boss ist ganz schön zu. So, Bumble noch und dann nochmal. Witzigerweise habe ich gesagt, ich gehe zu Stern und kriege immer den Kreis auf den Kopf. Das ist halt ein bisschen Freude, ne? Jo. Ja. Jetzt Sirius, Steve, hast du einen Timer? Zufällig? Ja. Kannst du mir den ansagen? 5 Sekunden? Für das Entangeln? Ja. 3, 2, 1. Ach, fick dich, Spiel. Pack am besten einfach alles an. Jo. Jetzt macht sie erstmal eine Giftlache. Da kommt das Ed. Schieß ran. Und ich stunts auch. Stunt. Netz in 3. Mhm. Oh, dem Penner passiert nichts mehr jetzt. So läuft das. So habe ich mir das vorgestellt. Blinzelstöße. Ich zieh's Ed ran. Andere muss dann. Mach. Macht sie Gift. Danach Netz. Oh, ich stack. Nächstes Ed. Bewegung bleiben. Netz sind 5, direkt nach den Blinzelstößen. Mhm. Oh fuck. Weitermachen. Kein Bild. Was? Ja, vorhin schon gebraucht. Fuck. Ali, du musst jetzt voll healen. Ich merk's. Resetten einfach? Ja, mach mal. Brauchen keinen KR für den. So. Ich kratze dich ab. Ich bin dabei. Ich stehe hier aber ungünstig, musst du da wegrennen. Ja? Ja, das läuft besser auf jeden Fall. Clarity of Will ist gut.
müssen wir nur, ja. Okay. Dann jetzt werden wir halt aber rausfinden, ob der Boss einen Enrage-Timer hat oder nicht, ne? Wir haben keinen Enrage-Timer. Ich meine nur, dass wir jetzt sehr lange brauchen werden, weil ich nicht allzu viel Schaden habe. Ich habe mich einen reingepatcht oder so. Three Potter jetzt mal nur noch mit kleinen. Ich habe einfach nicht mehr genug große. Okay, denke ich, wenn kein KR am Anfang ist, mache ich mich auch. Nicht drum rum, den Bossen kommt ein bisschen länger zu spielen. Letzte Stöße jetzt. Meist sie gleich Gift und spawnt ihr Ad. Sie ist das erste Ad ran. Und Stannis. Netz. Sehr gut. Winzelstöße in 2. 1. Jetzt. Nächstes machst du Totem, ne? Nope. Gift schmeißt sie, danach kommt Netz. Totem steht. Jetzt mal casten. Ja. Kommt Ed. Dann ist Ed. Gleich. So weg ist. Oder auch nicht. Blitzestöße. Danach kommt Netz. Und fuck. Immer Sackbammel. Another Gift. Letzten 10 Sekunden. Netz kommt jetzt, danach Winzelstöße. Chen. Alles gut, ich hatte kurz nur. Kotze, muss auch so schnell sein, ne? Verdammt, verdammt. Winzelstöße in 5. Nehme ich mal ein bisschen mit hoch, Dirk. Ja, ich bin dabei. Da kommt das Ad, gib mir dann Pains ab, wenn's an mir ist. Jetzt. Könnte es vielleicht den Raum etwas kontrollierter vollkotzen? Müsste eigentlich noch ein bisschen Platz sein. Nächstes Ad. Mein CD läuft. Netz. Danach Blinzelstöße. Na, kann ich wieder Totem? Am nächsten Mal. Oh, mach das. Ah. Alles gut. Ich hab's gestunt. Netz kommt. Fick mich. Totem steht. Halten wir das so durch? Mana wird ein bisschen dünn langsam. Boah. Netz kommt. Ich hab CD laufen. Haltet die Typen hoch. Dann auf die Spinne von einem anderen, bitte. Drop. Netz kommt, danach Blinzelstöße. Nur läuft. Hier. Fuck, er kommt. Spinne. Kriegt einen Stun von mir. Klar. Mach klar, Achtung, rein. Wow. Fuck. Oh, fuck. Netz kommt. Dirk, hast du was für mich oder Bumble einer? Hands up.
Piss dich den Boss! Scheiß auf das Dreckset! Ruhig bleiben, aber ruhig bleiben. Oh Gott. Ich hab dich. Für den... Easy Boss, easy life. Ach du Holy shit, was für ein Unsinn! Du raste komplett aus! Aber jetzt musst du nochmal sterben. Ne? Das, es ist schön, dass wir diesen glorreichen Moment auf dem Stream gebannt haben. Oh, ich muss eine rauchen jetzt, sonst mach ich hier alles voll. Willst du vielleicht sterben? Ah ne, weil... Ich geh mal YOLO. Warte, da müssen noch zwei... Das ist keine solide Taktik für alles hier. Ich weiß nicht, ich fand's eigentlich cool. bleib mal hier, vielleicht kommen wir ja doch so ein Kackboss. Komm, wir machen weiter. Bumble muss ins Bett, Freunde, wir können jetzt keine Pause machen. Ich geh dir mal auf Follow, wir haben ein bisschen was gekriegt. Ja, unsere HPS ist halt so geil mit Blutig H2. Wie soll man das alleine als Heiler da wuppen? Ja, gar nicht. Du musst ja... Ja, oder du hast einfach so viel krassen Damage dabei, dass es scheißegal ist, aber... Abgekickt. Oh, wieso? Sorry, ich kotze wirklich alles voll, wenn ich jetzt nicht gerade mal kurz qual... Krass. Voll. Ich mach den nächsten, halt den übernächsten Kick. Den hier krieg ich jetzt, der kommt. Bis. Mach den. Du den. Zack, hab. Und jetzt, der kommt von mir und ums. Gut. Das reicht trotzdem nicht, oder? Meins ist resettet. Wenn eure zu wild werden, geht um die Ecke einmal. Ist leider nicht. Aber sieht gut aus, in welchem Tod. Hab. Okay, sehr gut. Okay, bin jetzt. Dann gleich wieder da. Ja, okay. Bleib mal unten, wir ziehen die Wichser da um die Ecke. Okay. Geh um die Ecke, bitte. Bumble. Wir sind eigentlich wirklich 2 Stunden lang Mythic Dungeon Bumble progressed. Nee, 1 Uhr. Der war schlimmer als Night Hand oder Mythic. Aha. Oder spät. Wir waren halt weniger Leute, die dumm Tüch machen könnten, das ist halt... Ja, wir hatten aber Talia, gut, den hatten wir in Nightandra auch. Ja, da war ich sogar Nummer 2 im Schaden. Und Mythic Hill, wollte nur mal angemerkt. Ich sag mal, Mythic plus 10 Arcus ist eine andere Hausnummer, ne? Als Finstead Dickicht oder so. Oder als Mythic Raid. Ist halt echt so der Wahnsinn. Ich meine, gut, dass wir die Taktik jetzt wissen. Falls wir hier nochmal durch müssen mit hohen Zahlen. Als wir nochmal durch müssen, dann nehmen wir irgendwelche Plepp-DDs, die da rausblinken können. Hallo? Ich glaube, ich bin da nicht einmal dran gestorben. Talien, der ist nutzlos. Mach den Großen zuerst! Bottle Argus, why? Geht weiter. Der Große bleibt eh übrig. Ich bin eh unverwundbar mit 2 Heilern, wir können hier alles pullen. Ach ja, ich heil nicht, weiß nicht, was du so machst. Mach bitte einmal einen AOE-Kick für die Wichtels. Das aussuchen, nicht zu heilen? Hm? Nee, Quatsch, tu dich heilig. Das war vielleicht gar nicht so passieren, gut, ne? Musste passieren. Ein Königreich für einen Massendispel. Jetzt ist RIP. Wir haben einen Raid-Boss erschaffen. Lol. Oh ja? Shit, Mann, wir sind so dumm. Ich geh mal raus, hast du mal wieder auf Chat, oder? Ja, bitte. Wir können ja auch die Taktik zurückgreifen. Geh ich nochmal schnell aufs Klo. Ich sag dir jetzt Stunde, ohne Scheiß, wenn du diese Instanz tatsächlich machen willst in Dings, dann musst du trotzdem den Heiler rauslaufen lassen zwischendrin. Und also in die Hybrid. Ein Name unserer Fünfergruppe taucht seltsamerweise bei den Unterbrechungen im letzten Kampf nicht auf. Meiner Welcher Mann. Könnte das sein? Achso. Na gut, dann rappe ich auch noch schnell, wenn ich hier schon mal kurz draußen stehe. Ich glaube, Tali ist auch müde. Definitiv. 2 Uhr nachts, bitte. Aber jetzt bin ich ein bisschen gehypt, jetzt wo wir den geschafft haben. Der ist easy peasy lemon squeezy, vertraut mir.
Du hast wohl gemeint, der Endboss wird der Schwerste. Wenn du jetzt jo, auch, da, wenn du jetzt auch recht hast, ne? Easy. Dann haben wir ein Problem. Ey, ich glaube, der Endboss ist mit Double Heal auch easy. Ich wusste, es wird Meta. Bumble, wir haben es prophezeit und es wird umgesetzt. Wir outsustain den Bullshit einfach. Easy. Scheiß auf den Timer, was soll's. So. Now, kiss. Oh, nächstes Mal gehen wir mit 4 Heilern und Eggie als DD rein. Und Tank. Theoretisch hätten ich und Talia auch noch umskippen können, ne? Eigentlich kein Stress. Hier frage ich mich übrigens, ist es vielleicht sinnvoll, an der Stelle, wo wir gerade sind, erst die Tür frei zu machen? Damit wir hier, wenn wir sterben, links rumlaufen können? Wenn der Boss spawnt, ist der ganze Trash ja weg. Sind alle da? Ja, passt. Bin ich da. Aber du bist. Ja, du musst nicht geportet werden, oder? Ja. Ach ja. Oh, das war richtiger Unsinn. Holy shit. Ich meine, gut, man muss dazu sagen, ohne KR dauert der Kampf auch noch mal ein bisschen länger, aber. Und ich hab auch echt. Erstens habe ich einen kleinen Pot genommen und zweitens. Den auch noch verpleppt. Obwohl, nicht, stimmt gar nicht. Ich habe einen Kampf. Aber der Kampf hat so lange gedauert, ich muss dreimal meine CDs ziehen. Holy fucking shit, Moly. Das war einfach richtiger Unsinn, Mann. Oh. Ach, dein Totem hat 2 Minuten Cooldown. Hättest du es eigentlich zweimal stellen können? Müssen dreimal. Ich hab's zweimal gestellt. Kann sein, dass ich das dritte Mal verpleppt hab. Okay. Ja, du hast es nicht beim ersten Mal gestellt. Ja, ich hab's beim zweiten Mal gestellt. Und ja. Dann geht's sich, glaube ich, schon wieder nicht aus. Meine noch nie genau. Alles gut. Boss ist tot. Jetzt müssen wir nur noch hier durch. Fuck it. Nicht beim Trash wipen. Ich dachte mal, wir machen nur Spaß mit Double Heal. Mit Meta. Nee. War scheinbar kein Witz, ey. Was für eine riesige Scheiße. Wow. Ich glaube, ich mache ein Kill-Video davon. Cinematic. Ja, du hättest es allein gepackt, das stimmt schon. Ja. Das ist halt nicht so ein Plepp wie du oder ich. Ja, dem seine Spells halt zwei Ziele. So, jetzt lass uns doch mal gucken, ob wir auch nicht dumm sind. Oh, hab ich Kopf. Scheiß Boss, Alter. Ich glaube, wir haben den kompletten Timer einmal an den Boss verbraten. Ja. Mehr als das. Umspecken und so weiter und dann jedes Mal warten auf den Kampfrausch. Wahnsinn. Und gekillt haben wir dann ohne. Warum? Low and steady wins the race. Kick alles, was der macht. Der kann nichts machen. Anderen aber auch ein bisschen Damage. Er hat jetzt einen Buff, aber das ist ja noch verschmerzbar. Bumble, der alte Pfaffer. Hast du überhaupt noch was? Du räumst doch immer deine Bude voll, dass du den Tast nicht mehr siehst. Easy. Können wir die stehen lassen? Bros sind hier gerade da, ich pull direkt. Pass aber auf, dass ihr die von hinten nicht addet. Oh mein Gott! Adden nicht. Aber die vorne adden. Sind geaddet. Was hat die geaddet? Die sind einfach so gekommen. Um die Ecke. Das stimmt halt echt nicht. Die kommen nicht um die Ecke. Jedes Mal so. Geg nicht annehmen, wir wipen. Naja. Ihr habt die genau so vorhin gepult.
Die adden nicht. Die adden nicht. Wir haben, sind tausendmal durchgegangen, die adden nicht. Ja, aber die haben einfach angefangen, also aus meinem Blick. Ey, irgendwer hat was draufgeballert. Wer soll das machen? Wir sind da nicht selber. Kann doch sein, dass ich das wäre. Also ich nehme mich nicht aus der Schuld, werde manchmal so nachdenken. Nachher war es noch Stormlash, ohne Scheiß. Nee, nee, Stormlash addet ja nicht. Oh, ich versuch's mal zu resen. Warum lässt du nicht frei? Ich kann... Und Bumble, du nimmst zur Zeit so hart. Egal, du musst ja ins Bett. Pass auf! Ich, also wenn du an mich nicht rankommst, muss ich laufen. Nee, ich komme an euch beide ran. Die Part haut doch irgendwann wieder ab, oder nicht? Nee, ist egal, ich kann von hier aus resen. Boah, das nehme ich dir persönlich. Was? Dass du ihn zuerst gerettet hast. So. Ja, hallo. Komm da weg, sonst pulst du. Müssen wir wieder auf Monsieur Bumble warten. Ist doch nicht dein Ernst, Bumble, ey. Pull sie am besten hier einfach raus, dann kann nichts passieren. Ja, das war der Plan. Kann auch sein, dass ich gerade von Tab gefistet wurde. Kann eigentlich nicht sein, da sind ja nur zwei Targets. Ach, I don't know. Ich bin eigentlich der Einzige, der was auf Range macht, also muss ich es ja gewesen sein, anders macht ja gar keinen Sinn. Ist der Halo genug? Unterschätze niemals die Retard-Macht des Talier. Ich weiß nicht, der hat einen von denen interrupted oder so auf Range. Das trau ich jetzt zu. Die Retard-Macht des Talier! Dass ich mit gefailt hab. Mach den armen Jungen nicht so fertig, der beginnt nur Selbstmord, Mann. Natürlich. Und dann rannt der und es geht von vorne los. Ich glaube, ich muss da mal einen Brief schreiben. Schreib erst mal einen Brief an Shen. Noch zwei von Abby. Der Trigger, schmeiß den und den aus dem Raid. Danke. Ja, kick Tali, oder? Das und ich weiß nicht, wie du noch alles gemeldet hast. Bumble in Range? Ja. Ja, auch nö. Ja. Sportlich der Mann, der ist gleich hier. Bleib da hinten stehen, wenn die wieder rankommen. Gönn ich sie mir. XD. Ich wette, jetzt pullen sie die Gruppen von hier vorne mit. Nach der Instanz muss ich erstmal duschen. Hübsch bist du. Wenn wir den nächsten Boss da oben haben, Bumble, können wir nochmal rausgehen, da sind wir nämlich wieder am Eingang. Ich dachte wenigstens du musst es retten, dass du jetzt gerade freigelassen hast. Nein. Nicht mehr los, Bumble. Dickschnack. Gib dem Linken mal ein bisschen mehr. So, gut. Invisport und durch zum Boss? Das hatten sie dann noch. Ne, wir können den Pod-Cooldown nicht gimpen. Ich glaube, das wäre ziemlich dumm, das zu tun. Ja, weil wir ja auch in 10 Minuten beim Mentor sind. Ja, willst du den für den nächsten Boss nicht binden? Die Pods für den nächsten Boss nicht haben? Der prügelt auch ziemlich dolle rein. Also. Den Sakun Bastard? Für nicht. Ich hier interrupt the Totenkopf. Das hoffe ich auch nicht, aber. Ja, der Bastard ist gesilenced. Fistet ihn. Anderer muss jetzt X interrupten, wenn er noch irgendwas Wildes castet. Ich hab noch einen Blutelfen silenced. Kann ich dann noch machen. Bis. Bleiben. Mein Riesenarmes. Mein Anus wird gleich so riesig sein, wenn der Typ nochmal zuschlägt. Die Anus-Dense in der Hand, oder? Halt 70% meiner AP mit einem Schlag weg. Halt sie aber auch an, dann. Halt doch. Mach ich doch. Ich hab gehört, du magst Kalten so sehr. Ja, da fühle ich mich wie ein richtiger Ritter. Ja, mit der Lanze auf Range halten, so war das doch früher, oder nicht? Ja.
Okay. Mindbomb geht gleich direkt rein. Jetzt. Erstmal den Chaosbringer, ne? Okay. Er fistet die schon alle, aber interruptet halt den Chaosbringer. Chaosblitz ist okay, das dürfen sie casten. Hier nicht, sehr gut. Meine Handlungsunfähigkeits Spell. Heilige Scheiße! Da kommt Bumble nicht hinterher, hinter dem dort. Der ist ja abgefahren. Hallo? Nee, der macht einfach so viel Schaden. Also, das ist nicht seine Schuld. Wir haben den ja mal auf 7 gemacht, da hatte ich auch gut struggled schon. Natürlich noch beschisseneres Gear, weil ganz am Anfang, aber... dem... krasse Scheiße, Mann. Der hier muss sterben. Machen wir es uns einfach und boosten mal die Bitch hier. Wir haben Tali dabei, das kannst du vergessen. Mach mal Frog draus, bitte. Das ist ein Dämon, den kann ich nicht mobben. Shit, Mann. Der holt ihn jetzt gleich instant raus, das scheiß Sturmpeitsche. Alles gut. Ich glaube, das geht, wenn Bumble keinen Damage macht. Oder weil Bumble keinen Damage macht. Das ist gut. Sturmpeitsche trockt ja nur auf Damage Space, glaube ich. Ne? Ah, hast du das schon fix gelesen, Eggy? Overfred 2. Das war ja bei Ogger und mir war es überhaupt nicht möglich. Hast du jetzt geboost? Keine Ahnung, ich habe das auch vorher und nachher nie mehr erlebt. Kicken, kicken, kicken. Yes, ich hab. Wie DD als nächstes? Erst Shen, dann Talia? Ich hab schon mal. Den nächsten. Ja, den nächsten. Mein Bomb ist auch drauf. Interrupt. Jetzt kann ich wieder. Los! So, nochmal irgendwas, worauf man großartig achten muss bei der dem. Der macht AOE-Flash aus dem, musst du raus, die sind aber relativ offensichtlich und der spawnt auf halbem Wege immer mal wieder so Fledermäuslinge, die ziehe ich eine ran, die andere spott ich ran, die müssen wir wegcleaven. Okay, also cleaven und nicht aktiv. Ja, ja, die machen glaube ich nix. Gut. Also zumindest auf den niedrigen Stufen haben die nie was gemacht. Hm. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir da aus den Flächen rausgehen. Der macht wahrscheinlich ziemlich wilden Tankschaden auch auf der Stufe. Los geht's. Bereit? Jupp. Und Kampfrausch zum Pulse, sobald er steht. XD, jetzt steht er bei mir. Teufelsriss ist die erste AOE-Fläche. Ich von allem Shit rausgehen, wenn er muss. Kartenschlag ist der nächste. Wird immer in meine Richtung gehen. Badge hat. Brauch noch ein bisschen. Wieder mal aus Länge kommen. Nee, geht. Teufelsriss. Tatsächlich auch immer noch so schwach. Wirkliches Schmettern. Das auch rein. Da brauchen wir Personals. Mhm. Schattenschlag, Schattenschlag, Schattenschlag. Immer hier ein bisschen weg. Wieder mal aus Länge. Durch Bombe helfen hat er. Ein bisschen länger. Teufelsriss. Am nächsten tückischen Schmettern brauche ich wahrscheinlich einen. Zack. Jetzt. Dispersed. Oh, jetzt werde ich hier rumgekegelt. Was ist das denn für eine Scheiße? Schattenschlag. Mein Cheat-Dev ist gerade geprockt. Ein bisschen laufen. Da mal kurz durchhüpfen. Hätte ich anders. 30% Bombe. Durch.
Ein bisschen weiter von den Zonen wegziehen, dass wir ein bisschen mehr Spielraum haben. Bitte. Wir sind wieder ready. Der dicke Hammerschlag, da ist er. Schlag. Fuck. Hey, got it. Lieber Sakun, dass der Schattenschlag nicht durch die gehen darf hier, durch die Pillar? Ich glaube nicht. Stehen lassen. Schattenschlag. War nicht so, ne? Der ging... Warum ist der so verkackt einfach? Sind wir hier lang oder wo ist der? Hier runter. Okay. Ja, ich der macht halt recht viel Tankschaden, aber damit kann Bumble ja easy. Der andere Seite runter. Umgehen. Die Katakomben sind viel zu lange nicht vom Ungeziefer befreit worden. Ja, also im Vergleich zu der Spinne waren die anderen Bosse bisher halt ein Witz. Ich guck mal, easy peasy, lemon squeezy. Ja, manche Bosse sind dann einfach generell scheiße getuned. Ich habe heute einen Reddit-Post gelesen, da haben so Typen über 3 Stunden auf dem Endboss von Eye of Ashsara versucht. Die hatten einen Heiler mit fast 400k HPS und DDs alle über 300k und die haben ihn nicht geschafft. Einfach weil der so unavoidbaren OP Damage gemacht hat. Also dieser Flat Multiplikator, obwohl die Bosse halt unterschiedlich starke Fähigkeiten haben, ist halt einfach ziemlich lazy von Blizzard. Naja, klar, logisch. Das nicht funktioniert. Und der Als of Valor, wenn du da zum Beispiel Talies dabei hast, die halt nur einen einzigen Death-CD haben, dann werden die gewonshottet von dem zweiten Boss, der einfach einen Kettenblitz castet, da die Hyria. Kannst du nichts gegen tun. Wenn du es zweimal abkriegst, bist du dann tot. Jo. Das ist ja so. Oft genug. So, dann probieren wir mal hier unser Glück. Ekrota, ich 1, Shen 2, Talie 3. Okay. Oh, aushelfen. Alles oder einfach einen bestimmten? Ja, den überladenen Magier, oder wie der Shit heißt. Überladen. Nur einen droppbaren Cast. Beschleunigende Explosion. Okay. Seid ihr bereit? Jo. Ich habe nicht 10.000 Jahre lang überlebt. Eins. Wir müssen den viel rumziehen. Läuft dann immer auch als Ranges mit. Zwei. Lauft immer schon mal in die Richtung ein Stück vor, dass ihr da nicht immer hinterher hinkt. Drei. Eins, geh weiter. Dazu. Zwei. Ist ein bisschen langsamer. Ich weiß, das mit deinem Legendary Stream zu spielen, aber. Die hab ich nicht an. Von der Bombe lauft. Personals anmachen und dagegen laufen. Ach, der nächste mitgezogen. Bombe, das war deiner. Nee, ich hab gekickt, als er eben gecastet hatte. Sagt's mir, wenn ihr nicht. Dann mache ich jetzt den nächsten 3 natürlich. Interrupted. Eins. What? Weg. Eins. Zwei. Und die 3. Eins. Das war ich nicht. Soll ich den nächsten das machen? War ich. Zwei. Okay. Ich hab mein Blue Devil Shit für Insanity gebraucht. Die 3. Ist gut, geht gleich rüber, ist gleich 50%. Macht Bombe, kommt nochmal. Abgekickt. Lauft. Nein. Ja.
Und die 3. Was muss da rüber gehen? Jo, da ist ein bisschen weg von den Kristallen. Wo man da gestunt wird, ja. So. Hier unten lang. Was die hinterherlaufen. Jo, ich stun das erste Vieh, das wir sehen, Schem das zweite, Bumble das dritte. Bereit? Mhm. Ist gestunt und fisten. Okay, das kann man töten. Halt euch gut selbst und lastet Bumble hier. Okay. Ja, müssen aber auch alle Gas geben, damit alle direkt. Ja, das stunst du jetzt? Ja, ja. Da stand ein bisschen Spur hinter der Ecke. Halt euch, halt euch! Fenster. Dingens. Okay, wie wär's mit Boosten und Vorbeilaufen? Aktion? Geht auch. Aber das kommt dann im Fight dazu, das können wir eigentlich nicht machen, der Fight dauert noch zu lang. Nein, aber auslassen. Stunnen, Bumble, stunnen. Okay, auslassen geht, auslassen geht, auslassen geht. Lauft auf, lauft auf, lauft auf, lauft. Halt euch selbst, da oben ist wieder eins, das kann ich gleich nehmen. Mach mal. Und hier CDs, weil die sind kräftig. CDs, ja. Tali, halt dich, Tali, halt dich. Reicht. Oh, einreifen. Okay. Direkt an den ersten Interrupten. Ab und ich ziehe ihn weiter. Shit, jetzt habe ich auch. Fuck it. Sitani bitte. Nächsten. Lauf, 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 lauf. Lauf ein gutes Stück weiter, hier sind überall noch Kristalle. Ab. Kann einer wieder den nächsten, weil ich habe ihn komplett. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich mach den nächsten. Ich bin tot. Ab. Gut. Dann machst du den nächsten. Ja, ja. Zwei. Und drei. Einmal wieder Ruhe reinkriegen. Eins. Eins. Gut, okay. Und weiterziehen, weg von den Kristallen. Macht Bomben. Stabiles Mana. Lauft hier an uns vorbei. Ging, 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 ging. Kann ich. Ich hab. Ich hab auch, das war das Problem. Ja, hast du wieder? Ich bin tot. Das ist ungünstig, wenn ich gucken muss, wenn wir laufen müssen. Das kann ich nicht. Ich hab. Ich kann den Master spellen. Hab. Ab. Ich hab in 5 Sekunden erst wieder. Laufen, 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 laufen. Mach den nächsten und jetzt. Ich muss vielleicht Bumble oder so, oder? Er hat keinen Kick, ach, er hat einen Kick. Erst Mana, das ist stabile Mana. Mana, 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 mach Bomben. Kann kicken. Ab. Das Mana ersetzt die 3, glaube ich. Müsste mal guck, auch drauf achten. Das müsste, ja, dem müsste ich. Kann ich, kann ich, kann ich. Dann auch mal sofort. Ist. Nächsten hab ich Talia. Oh. Okay, dann mache ich danach. Ab, nach ab, dir. Ab. Nächsten Talia. Nächste. Danach kann ich wieder. Ja. Fuck me. Den hab ich interrupted. Nächsten sind Tani. Ab. Fuck. Fuck, fuck, ich hab jetzt auch. Rip. Ach, Bombe. Kannst du? Ja. Okay, hab's. Weiter, schafft ihr noch. Einfach sauber runterspielen. Warum lasst du eine CD für mich gleich? Ja, jetzt. Verdammt. Nee, sorry. Mana, 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 weg da auseinander. Der hat's. Der ist dir, Steve, ne? Patch das! Patchen, 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 patchen! Den nächsten hab ich ja. Ab. Alleine, ihr seid alleine. Patchen. Patchen, gut. So, den nächsten mache ich. Den rappte ich jetzt. Jo. Mach Bomben. Ab. Stabiles Mana. Direkt patchen, Talia. Patchen, patchen. Kann er nicht, wenn er laufen muss. Kann er, wenn er laufen muss. Verdammt. Ja, dann soll er lieber leben, Alter. Ja. Ui, schafft ihr noch. Leicht. Er hat noch Mana. Ich weiß nicht, ob er es raushauen kann. Vielleicht nicht mehr so viel ziehen, vielleicht es lebt eh nur noch ihr beide. Muss mal gucken, ob das noch irgendwie. Muss man anziehen, hat. Sonst ist RIP. Habt ihr Würmer schon einmal 5% noch. Wohl nicht. Er wird jetzt immer mehr Stacks kriegen. Hier. Elisa,
RIP. Oh shit. Scheiße. Ja, es ungünstig sich mit dem instabilen Mana am Ende, da müssen wir unbedingt aufpassen. Das hat nämlich, der hat nämlich statt halt seinen Cast zu machen, seinen dritten, hat er Itchabys Mana gecastet und den Cast dann gar nicht mehr gemacht. Und dann stand ich da und hab's natürlich auch selbst gekriegt, dass ich halt in der Machtbombe stand und instabiles Mana hatte und keine Bubble Ready. War halt sehr ungünstig. Aber es sollte jetzt nicht nochmal passieren. Mhm. Ist jemand raus zum Rappen? Weil ich müsste auch mal... Gehen. Okay. Kann man, mit, kann man Bumble im Notfall mit in die Kicks reinsetzen? Ja. Bumble hat keinen Kick, der hat nur Blutelfen Silence. Achso, okay, gut. Na gut, dann nicht. Haben Sie allen Heilern außer dem Schamanen genommen? Ja, weil der Schamane braucht es unbedingt, um seine Aggro zu reduzieren als Heilschamane, ne? Der macht halt so viel Heilung. Mann, der hatte fucking 3%. Ey. Hm. Aber heilige Scheiße, da geht ja nichts an Damage. Oi, oi, oi. Wobei... Wenn man sich dem Wahnsinn hingibt? Nein, kann nee. Man nicht machen. Also ihr habt ja gesehen, ich ziehe den ja immer in die gleiche Richtung, guckt, dass ihr halt dann euch da schon positioniert als Ranges, ne? Ihr nicht so viel laufen müsst. Ach, gut. Jetzt ist denn ja gegen den Uhrzeigersinn quasi. So. Ich fange jetzt von hier rechts an und dann könnt ihr quasi schon mal eins weiter stehen. Wir haben jetzt auch KR und den ganzen Shit, also es wird jetzt die erste Phase wieder kurz gehalten. Da ist die Frage, ob KR nicht eher in der zweiten Phase gebraucht wird mit dem instabilen Mana. Ja, du meinst da, wo noch mehr Shit kommt und man noch weniger Damage auf den Boss kriegt? Da glaube ich keinen Unterschied, wo man ihn zieht. Daher mach's okay. Lieber am Anfang. Abgekickt. Mach den nächsten Kick mit aufgezogen. Tani, bitte. Okay. Ab. Zwei. Tani, bitte. Ja, ja. Ist. Geht. Eins. Zwei. Die 3. Macht Bombe kommt, danach kick ich. Kickt, ich muss ein gutes Stück ziehen. Was? Drei. Was ist denn? Ja, rippen lassen. Ich hab keinen Bock auf Fries mit der Erne, das ist... Klar, okay, okay, jetzt hab ich einen Plebs. Da hat mich da gerade gefistet. Bombe? Kannst du ja nicht sagen. Hm? Stirb doch, du Penner. Oh mein Gott. Der Boss hat gesagt, fuck you, Leder Steve. Ich kann es leider nur im Raid sehen, was dich gefistet hat. Ja, also es haben, waren Schläge halt, die mich gefistet haben, aber ich frag mich, warum mich das fistet. Vorher nicht tat, ach, keine Ahnung. Dann nochmal pullen. Gar nicht lange verkönnen, einfach nochmal. Boah, alle ready? Mhm. 5, 4, 3, 2, 1. Oh shit.
Ich will noch gar nichts. Hm, was denn? Zwei. Was? Hier geht's komplett. Ich hab gekriegt, oder? Nein, nein, der war drin. Sonst hätte ich ja gedispelt jetzt. Ab. Zwei. Die drei. Zwei. Drei. Okay. Eins. Uah, what the fuck. Hat noch gepasst. Zwei. Drei. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Drei. Eins. Mach Bombe, bitte mach Bombe. Zwei. Also das ist eine Eins? Nee, es war zwei. Jetzt bist du dran. Interrupted. Jetzt rüberbringen, weg von den Eiviechern, Dingern, Scheißdingern. Ich bin der Nachtgeborene. Das ist sich genau ausgeht mit einer Runde, ne? Ich bin genau da angekommen, wo stand dann wahrscheinlich. Was das dann mache ich. Mhm. Halt euch dann gleich selbst gegen. Laufen, 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 laufen. Dann den nächsten. Mhm. Hab mich selbst. Bis pass. Damit ist eine Frechheit, ey. Wartet mal, lass uns erst suchen, oder? Ja, Bumble, halt die Leute und dann eröffne du den Kampf mit dem Stun gegen das Vieh. Passt, passt, passt. Lass das Ding hier vorbeilaufen, das skippen wir. Zurück, 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 lass Bumble euch heilen. Okay. Hier rechts gleich rum. Bereit? Mhm. Mach auch den ersten Kick jetzt. Oh. Ist gekickt und ich ziehe noch direkt weiter. Zwei. Stabiles Mana. Drei. Ein gutes Stück weiter. Eins. Dann macht man die Scheiße denn? Get the fuck off. Macht Bombe. Zwei. Laufe. Drei. Eins. Zwei. Bisschen knapp gerade. Drei. Eins. Stabiles Mana, aufpassen. Auf mir. Drei. Drei. Zwei.
fuck me. Oh fuck my bad, ich hab auch gerade gekickt. Übernehmen, Dirk. Ja, ich kann. Jetzt. Alles gut. Wer macht den nächsten? Ich. Okay. Zwei. Zack. Man bekommt. Die drei. Eins. Das ist easy, Jungs. Ah. Heilige Mutter Gottes, was für ein... Super Zeit. Was Bullshit. Die scheiß Truhe, Mann. Fuck. Wow. Großartig. 2, 2, 7. Wenn ich hier kein Legendary rausbekomme, ne, dann kommt da. Boah. Und Gold. Komm Leute, irgendwer muss das holen. 8, ist gut. Voll also bestimmt nicht, ne? Na? Für dich. Oh! Oh shit! Nein. Und? Ding ist echt nicht übel. Oh nice, das ist doch das... Nee, das ist nicht das Trinket, das du haben wolltest, oder? Oder doch? Doch. Oh nice. Halt nicht ganz so hoch, aber... Oh. Gut. Kann man schon mitnehmen, Mythic C. Ah, Leute, wir haben bloß schon defensive Trinket. Korrekt. Shit, das, oh, das waren verdiente 7200 Artefakte, macht Freunde. Dann hoffen wir mal, dass die Scheiße hier auch uns schön Loot gibt. Oh, fuck it. Wenn man zweimal 10er gemacht hat, gibt das irgendwas Besonderes? Ja, du kriegst jetzt von hier Loot und nicht mehr von da. Gut. Ist das so? Ich habe mir das folgendermaßen erklärt. Wenn du dir, wenn du eine 7er hast und machst eine 8er, die höher ist, also dementsprechend höher ist, hast du dir das ausgesucht und weißt, dass du von der neuen Instanz Loot bekommst, genau dasselbe tust du, wenn die gleich hoch sind. Das heißt, es wäre nur logisch. Wenn du dann von der späteren Instanz halt Loot bekämst. Aber ich denke, es ist immer das, was jetzt gerade bei dir mythisch angezeigt wird da. Bei mir steht da als wöchentlicher Rekord der Akkus steht. Bei Mythic Dungeons, da ja. Steht bei mir More of Souls Weekly Best. Ja. Wahrscheinlich, weil wir da ein bisschen schneller waren. Also, ist ja Quatsch. Wir sind viel schneller. Wenn der Timer ausläuft, ist der Timer ausgelaufen. Das ist scheißegal, wie lange du lange gebraucht hast, oder? I don't know. Das ist eben die Frage. Ich meinte eigentlich, jemand hatte gesagt, dass es immer das Spätere ist. Aber